Ja. Prost, die Dame. Prost, Prost die Herren. Prost. Prost. Wie Sie am Prostgeräusch gehört haben, war jetzt nur ein Bierglas beteiligt. Wir haben doch schon. Okay, und willkommen beim Biertaucher Podcast 241. Ja. Wir schreiben den 2. Februar 2016 und bei uns befindet sich die... Anna. Der... Gregor. Der... Steffen. Und der Horst. Mhm. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Comic.com, der Internetagentur aus Österreich. Nein, Internetmarketingagentur, oder? So, genau, ja. So ist der korrekte Terminus. Ja, vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Jörg, genau. Für das Sponsoring, sollte man sagen, ne? Ja. Genau. Ja, und damit schreite ich zur rituellen Frage, ob wir eine internetausgedruckte Themenliste haben zum Verlesen. Die haben wir, aber du hast unsere Flatterer noch nicht erwähnt. Verdammt, ich fühle mich schuldig. Also liebe Flatterer, namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi, vielen Dank fürs Flattern und dass ihr die Idee des Flattern hochhaltet. Und würde es euch nicht geben, wüssten wir gar nicht mehr, dass Flatter funktioniert. Mhm. Wenn wir schon so im Korrekturmodus sind, wir korrigieren einen Termin vom letzten Mal. Ja. Den Women Tech Makers Wien Termin, der ist noch vor uns, also kann man ruhig noch korrigieren, ist am 12.03.2016 und die Webseite ist womentechmakers.at. Da kann man sich noch anmelden, kann man auch noch beitragen. Und wer es rechtzeitig hört, bis zum 7. läuft noch der Call for Papers. Man kann das auch einen Speech einreichen, wenn man will, bis zum 7. Februar. Jupp. Haben wir sonst Termine zum Ankündigen? Alle, die ich sonst hätte, sind, glaube ich, zu knapp. Aber okay. Man kann es dann nachhören. Die Woche am Donnerstag ist der 3. Netzpolitische Abend Wien, den wird es dann sicher wieder auf YouTube geben und auch auf der Webseite vom AK Vorrat. Links sind klarerweise noch nicht klar, weil wir noch nicht wissen, unter welchen Links die publiziert werden, aber man findet sie wieder. Es gibt ein Podcaster-Treffen, oder? Ja, das gibt es auch. Das am Samstag? Das ist die Woche am Samstag, am 6. genau. Das heißt, wenn ich mich beeile mit den Shownotes, geht es sich gerade aus. Wann geht denn das los eigentlich? 18 Uhr, glaube ich. 18 Uhr? Oder? Ja. Es gibt nächste Woche Dienstag als Konkurrenz zum Biertaucher-Podcast ein Node.js-Meetup, wo ich noch ganz hin und her gerissen bin, weil ich eigentlich hingehen will. Tja, und Subotron trägt wieder vor, also in den Räumen vom Museumsquartier, ich glaube Raum D, sind wieder die Subotron-Vorlesungen. Einfach auf der subotron.at Homepage nachlesen, über Spielekultur gibt es wieder regelmäßige Vorträge und Veranstaltungen. Sehr gut, super. Sonst fällt mir jetzt nicht viel ein an Terminen. Ich habe auch keine mehr. Tja, dann ja. Liebe Leute, was habt ihr für Themen? Also nur über welche Themen wollt ihr heute reden? Anna. Sofern meine Stimme mitmacht. Ja, jetzt geht's wieder. So. Ich wurde ja gebeten, nochmal über dieses Buch zu referieren. Nein, ich werde keine Sorge, ich werde euch kein dieses Wort Buch, so, nochmal den Titel. Ich bin Schulz von Tun miteinander reden. Miteinander Klärungen reden. Und Klärungen. Da habe ich ein paar ganz nette Sachen gefunden. Da erzähle ich nochmal davon. Ja, das heißt, du hast weitergelesen, aber immer noch nicht ausgelesen. Nein, weil ich vor lauter Wohnung suchen und organisieren gerade zu nichts komme. Aber ich habe so ein bisschen Resümee. Kannst du vom Wohnungssuchen in Wien was erzählen? Das wäre was gewesen, ja. Faszination, Wohnungssuche in Wien und Mietrecht. Super in Thema. Österreich. Okay. Von ja. Die, Gott, und ja. Hast du ja auch schon mal in anderen Städten Wohnung gesucht? Oder ist das deine erste Wohnungssuche sozusagen? In Österreich jetzt? Ja, überhaupt. Könntest du so einen Vergleich machen, Wohnungssuchen in verschiedenen oft Städten? Mal wo okay, okay, ja. Okay, das wäre cool, ja. Suchst du noch? Ja. Dann nenn deine Anforderungen. Ja, dann, wenn du redest. Wenn es so einfach wäre. Ja, okay, ja, passt. Okay, also du redest über Wohnungssuche und dein ja, Buch. Ja, vor allem über die Unterschiede, die so zwischen München und Wien gibt. Sehr gut, cool. Ja. Cool, sehr gut. Ja, ich werde so mit Medien-Leftovers zwischengrätschen. Ich habe noch immer Flash and Bone gesehen, wo zum Beispiel Jungle, dann The Giver, ein Science-Fiction-Film im Akademietheater, die Unverheiratete gesehen. Ach ja, und Remember Me, vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu, über dieses Spiel zu reden. Schauen wir mal.
Heute ist rausgekommen, dass es einen Nachfolger zum Safe Harbor Abkommen gibt. Dann habe ich ein paar Sätze zur Stop a Douchebag Movement aus Russland. Ich werde was über das unheimliche Tal erzählen und über die geheime Speisekarte von Starbucks. Oh. Das sind vier kurze Themen, aber ganz lustige, finde ich. Ja, sehr gut. Ich kann über Louis, eine Fernsehserie, erzählen, wo ich meine Überdosis reingezogen habe. Und sonst kann ich Eigenwerbung machen und aus meinem Leben erzählen. Ich habe einen Workshop gemacht für Kinder, von denen einige behindert waren. Und hauptsächlich habe ich da Turtle unterrichtet, also Python-Turtle-Modul, weil ich im Offline-Modus war. Wenn es so weitergeht mit deiner Eigenwerbung, dann buche ich bei dir auch gleich einen Kurs. Ja, das ist mein Ziel. Deshalb mache ich seit Jahren den Podcast, damit dann Leute... Dass die Mit-Podcaster bei dir... Aber das mache ich erst, seit der Stefan mir gesagt hat, ich soll Eigenwerbung machen, weil er trotz 200 Folgen nicht kapiert hat, was ich eigentlich arbeite. Nein, ich merke... Aber auch nach der Eigenwerbung weiß ich das noch nicht. Das Geheimnis ist, ich arbeite nicht. Na, okay, ja, dann haben wir eh schöne Themen, ne? Ja. Was ist das Dringendste? Termine haben wir eh schon gemacht, ne? Termine haben wir schon gemacht. Was ist das Nerdigste? Das Uncanny Valley. Uncanny Valley? Das unheimliche Tal. Das ist ein Film, oder? Nein, das ist ein Begriff. Okay, erklär uns zwar, das. Ich habe mich wieder ein bisschen umgeschaut zu einem Thema der humanoiden Roboter. Bin durch YouTube und das sonstige Internet gesurft. Und da gibt es diesen Effekt, also man versucht jetzt Roboter zu bauen, die immer menschenähnlicher werden. Sind das die so ethische Entscheidungen treffen dürfen? Nein. Wie der andere. Es ist ein Effekt, um den es da geht, den ihr auch schon beobachtet haben werdet, traue ich mich fast wetten, und zwar zum Beispiel in Animationsfilmen. Da versucht man ja auch immer näher an die Realität zu kommen, wobei in letzter Zeit, wenn man schaut, sind die letzten Filme eigentlich tendenziell eher wieder nicht mehr so, dass sie ganz an die letzte Realität rangehen, sondern sie gehen eher wieder so ein bisschen in den Comic-Stil hinein. Und der Grund, der da dahinter steckt, ist, dass wir Menschen sehr sensibel sind, wenn wir menschliches Verhalten analysieren und wenn was nicht ganz so ist, wie wir erwarten, wenn uns was nicht ganz so koscher vorkommt, dann fühlen wir uns unwohl, unheimlich. Und genau das ist dieses Phänomen, das da beschrieben wird, dass wir bei den letzten Details sehr pingelig sind. Und wenn die nicht passen, sind wir nicht bereit, das Gesamtbild zu akzeptieren. Also dann lieber eine Zeichentrickfigur. Lieber eine Zeichentrickfigur, die sich humanoid verhält. Oder die, wir sind mit der auch du bereit, dann empathisch bist. Und ja, wir sind auch bereit, einen Staubsaugerroboter, der unter dem Tisch herumkriecht, als tierähnlich aufzunehmen. Wenn das eine Blechbüchse ist, als wenn der genau wie ein Hund aussehen soll und es passt irgendwie in den Bewegungsabläufen doch nicht so ganz, da fühlten wir uns dann doch eher unwohl, und dieses Unwohlsein, das ist das unheimliche Tal, oder der englische Begriff dazu ist Uncanny Valley. Und kapiere ich jetzt das Unwohlsein, also über diese letzte Detailungereimtheiten, bezieht sich nicht aufs Aussehen, sondern eher auf das Verhalten? Sowohl als beides. Auch. All das, was wir an per Sensoren aufnehmen, wenn das kein gutes Bild ergibt, in gewissen Grenzen wäre man noch bereit zu tolerieren, aber wenn die Grenzen überschritten sind, dann ergibt sich eine Abwehrreaktion, und das ist besonders beim Film natürlich unangenehm, wenn man sich dann nicht mit den Charakteren assoziiert, darum geht man dann eher weiter weg und versucht es nicht 100% in den Menschen ähnlich zu machen, sondern eher so diesen Comic-Stil. Ja, es ist echt interessant, dass wir da spät, aber dann ganz starke Abwehrreaktionen zeigen, wenn wir so etwas sehen. Das ist ein witziger Effekt eigentlich. Wobei an alle Filmtreibenden, ich habe eine persönliche Abneigung gegen CGI-Effekte bei so Schlachten, wie oft bei Game of Thrones sind ja oft so Szenen. Und wenn du ein bisschen genau hinschaust, merkst du, da haben sie jetzt genau 10 Schauspieler gecastet, die so eine Ritterarmee darstellen sollen, und das dann am Computer verhundertfacht. Copy-Paste. Und dann siehst du auch oft, die haben alle irgendwie trotzdem die gleichen Fahnen, und immer jeder Zehnte hat ein bisschen ein größeres Schwert und so. Wobei es ist das auch. Natürlich ist das eine Preisfrage, ne? Ich glaube ja, dass bei den Star Wars Episoden 1, 2, 3, das war gerade eine ungünstige Zeit, da haben sie sehr so gearbeitet, und die wirken halt, als würden sie in der Box stehen. Wie soll da was rüberkommen? Ne? Sie kriegen es schon besser hin, aber du hast recht, manchmal ist diese Effektschlafferei. Deswegen haben wir ja gut Mad Max 3, da wurde ganz wenig mit sie. Gab es noch echt Horden von Autos, ne? Genau, die haben geturnt.
Wir haben jetzt heute gehört, jetzt kommt Highlander 2 raus. Was heißt Highlander 2? Gibt es doch schon längstens. Achso, den gibt es schon längstens? Also Highlander gibt es Teil 1, ich glaube bis 4 haben sie es gemacht. Dann gibt es noch eine Fernsehserie und dann noch eine Anime-Serie. Ich habe mal nämlich, das war schon eine Zeit her, vor 2 Jahren mal so einen Highlander-Abend gemacht. Wir haben es nicht geschafft. Und es kann doch nur einen geben. Es kann eigentlich nur einen geben, aber den halt immer wieder anscheinend. Tja. Ja, Christopher Lambert, komm, ja. Das ist eigentlich die Rolle, seine Rolle, oder? Klärt's mich kurz auf, ich verwechsel das mit Subway. Ja. Was ist Highlander? Da rennt er mit einem Schwert herum. Und ja, bei Subway rennt er mit einer Neonleuchte herum, oder? Ja, Subway habe ich nicht gesehen. Okay, ja, okay. Also das kann ich nicht sagen. Wir sind schon wieder voll am Trash unter TV-Junk. Den Christopher Lambert empfehle ich, Mortal Kombat den Film anzuschauen. Ah, okay. Da spielt er den Ray. Hat er den nicht gerettet? Und außerhalb seiner Highlander-Macht. Hast du noch was Nerdiges? Naja, nicht wirklich. Dann tue ich das mit den Turtles schnell machen. Mach halt, ja. Okay, okay. Also eigenwerbungsmäßig habe ich einen Programmierkurs gemacht für Kinder. Und zwar war das für eine Selbsthilfegruppe von Leuten mit Kindern, die eine spezielle Behinderung haben. Und das war dann einfach eine gemischte Gruppe von Kindern, wo halt auch ein Rollstuhlfahrer dabei waren. Und da wir eh keinen Sport gemacht haben, sondern alle an einem Tisch gesessen sind und gecodet haben, war das für mich jetzt in keinster Weise jetzt irgendwie anders. Okay. Also eine normale Gruppe. Und den Raum, wo ich war, also ich habe es nicht bei mir im Büro gemacht, sondern in einem anderen Raum, wo ich hingegangen bin. Und das Problem war, dass ich dort kein WLAN hatte, also kein Internet. Also und auch Problem, auf das du da öfters ja, oder? Und auch mit meinem kleinen Handy einen Hotspot machen hat nicht wirklich funktioniert. Das Ganze war in so einer Wohnhausanlage und alle Wohnungen in der Wohnhausanlage hatten exzellentes Telekabel-Internet und auch so kleine WLAN-Geräte. Und der Raum war aber in der Wohnhausanlage so ein Erdgeschossraum, also so ein verdeckter Art Gemeinschaftsparty-Raum. Und dann haben wir probiert, vom 4. Stock ein WLAN-Gerät ans Fensterbrett zu stellen und dann sozusagen im Hof ein WLAN aufzubauen. Und das ist auch wirklich bis runter in den Hof gegangen, aber mit schon einem schwachen Signal, aber dann eben nicht mehr in diesen Raum hinein. Also im Endeffekt habe ich dann kein Internet gehabt und ich habe dann halt auf den mitgebrachten Geräten überall Python 3 installiert. Da ist ein Turtle-Modul dabei und auf meinen Geräten auch. Und normal bin ich so gewohnt, ja, dann installierst du halt eher zu viel und dann schauen wir, was gut ankommt und kann man dann je nachdem das machen. Und da war es halt so, ich war sozusagen, der kleinste gemeinsame Nenner war einfach nur Python. Und bei Python ist eben zum Glück ein Turtle-Modul dabei, damit kannst du 2D-Turtle-Grafik machen. Und diese Turtle-Grafik beruht wieder auf TK-Inter. Das ist ein relativ altes GUI-Toolkit. Ja. Und das hat aber auch, unter anderem auch in diesem Turtle-Modul, hat das Befehle, die es durchaus auch für Spiele ein bisschen verwenden kannst. Also, wie soll ich sagen, wir haben im Endeffekt dann was programmiert, wo so Turtles herumfahren und wo so 2 oder 3 Autos halt, also so Turtles in einer 2D-Fläche von den Kindern gesteuert werden konnten. Und die haben dann gewisse Tricks aufgeführt. Zum Beispiel haben sie einen Kreis gemacht oder haben sich halt so lenken lassen oder haben so in einer Schlangenlinie so herumgeschlängelt. Okay. Und warum ich es erzähle, ist, weil ich normalerweise nie so ins Detail gehe bei Turtles, sondern relativ schnell weitergehe zu anderen GUIs oder anderen Python-Sachen, die halt optisch mehr bringen, zum Beispiel jetzt Pygame oder halt gleich was anderes machen. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, was kann ich aus Turtle rausholen? Und das Nette war, dass man mit Turtle recht gut Funktionen erklären kann. Das geht eh relativ gut, weil du definierst eine Funktion, was die Turtle macht. Also fahre nach links, drehe dich ein bisschen und so und erklärst den Kindern dann, dass sie diese Funktion einbauen sollen. Und das andere war, du kannst eigentlich auch implizit relativ gut Klassen damit erklären, ohne dass du viel erklären musst. Weil du kannst mehrere Turtles gleichzeitig kreieren, die dann wieder alle ihre eigenen Befehle haben. Mhm. Und worauf ich nicht wirklich stolz bin, aber es ist halt interessant zu sehen, ich habe auch Lambda-Funktionen erklären können, weil du in einem GUI, weil das eben TK-Inter ist, kannst du keine Funktion schreiben. Also wie soll ich sagen, das GUI hat so eine Funktion, dass auf Tastendruck eine Funktion ausgeführt wird. Ja. Das TK-Inter kann das. Es ist aber schwierig, dass du sagst, auf Tastendruck eine Funktion ausführen mit einem Parameter. Das kann ich, also musst du eine Lambda-Funktion schreiben, die eine Funktion ist, die eine Funktion mit einem Parameter aufruft und diese Lambda-Funktion rufst du dann auf Tastendruck auf. Also eigentlich nur, du machst es umständlich, weil das TK-Inter das halt so verlangt. Okay. Und das Coole war dann aber, dass
Ich habe dann versucht, den Kindern zu erklären, was eine Lambda-Funktion ist, und das hat die aber nicht wirklich sehr interessiert. Aber was sie halt interessiert war, ja, ich möchte, dass meine Turtle halt einen größeren Kreis macht oder auf Knopfdruck das und das macht. Und dann habe ich ihnen halt gesagt, okay, und wollt ihr, dass das nur die eine Turtle kann oder beide? Und bei beiden, ja, dann müsst ihr halt die Lambda schreiben, und sie haben das dann einfach implizit kapiert. Super. Also und haben dann auch die Lambda-Funktion abgeschrieben. Durch das Werken damit. Durch das Werken das damit. Also, ja, meine Erfahrung war halt, also wenn du versuchst, weniger zu erklären und mehr machen zu lassen, geht das eigentlich besser. Ja, manchmal sicherlich, weil manche Konzepte sind einfach abstrakt. Ja. Wenn man damit arbeitet, dann weiß man zumindest, wie diese Mechanik ist. Und die Kinder waren zum Teil 8 Jahre alt, also die waren, sobald ich da den Mund aufgemacht habe und mehr als 3 Sätze gesagt habe, war schon weg mit der Aufmerksamkeit. Also die haben wirklich was tun müssen. Mhm, super. Und das andere, was ich gelernt habe, war, wenn man keinen Overhead mit hat, ist der Not-Overhead, dass man mit einem großen Filzstift ein Listing aufmalt auf ein Papier und das dann ans Fenster pickt, dass alle abschreiben können. Overhead? Nicht Overhead, schon Beamer. Ja, das ist ein alter Zeit. Ja, auf der Uni hat es das auch noch. Ja, ja. Also das war halt auch so eine Notlösung und sehr peinlich, wenn man dann beim Schreiben vom Listing einen Fehler macht. Und die Kinder dir sagen, ja. Ja, das war's. Und sonst... Also ich war ganz begeistert, an 8-Jährige können 60 Zeilen waren es abtippen. Also wenn sie motiviert genug sind, dass sie das am Schluss spielen und wollen halt. Ja. Und natürlich nicht alle, also manche, auch wenn sie älter sind, die sagen dann, ich mag nicht so viel tippen. Ne. Mhm. Aber das hängt jetzt vom Kind ab und nicht unbedingt vom Alter. Mhm. Ja, also, weil du gemeint hast, das WLAN oft ein Problem ist. Ja. Mein Freund hat eine Bastelei gestartet und ist damit erfolgreich. Der hat sich einfach einen Router genommen und hat dort die alternative Linux-basierte Firmware DDWRT drauf gedudelt. Und dieser Router hat auch einen USB-Port. Und an diesem USB-Port hat er einen dieser UMTS-Sticks-Modems dran geflanscht. Und die DWRT unterstützt das, dass du die Internetkonnektion über das einzelne Modem, solange es von Linux und der Version und so unterstützt wird, das sollte man sich vorher anschauen. Und hat bei ihm aber super geklappt und er hat jetzt in seinem Wochenendshaus, wo keine Internetanbindung ist, einen sehr guten WLAN. Also das WLAN macht er sich selber über diesen Stick, der das wieder aus dem Telefonnetz holt, schätze ich. Also nein, es ist ein Router, ein WLAN-Router, ein ganz normaler, und da ist dieser Stick drauf. Ja. Das WLAN wird von diesem Router gemacht und die Konnektion zum Internet, das Gateway sozusagen, ist dann der Stick. Aber der holt sich über einen Telefonprovider. Über den Telefon, genau. Da gibt es ja auch mittlerweile E-Version oder so, müsste man sich im Empfang oder so die ganzen Sachen anschauen. Scheint mir aber ein relativ stabiles Setup zu machen und gibt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr WLAN-Hotspot-Leistung ab, wenn man... Als wenn du das mit dem Smartphone probierst. Genau. Ja. Also eine nur, gute Idee, coole Idee, ja. Na gut, erfolgreicher Kurs, das ist ja gut. Und man macht es mit WLAN-Kabeln. Ja, genau, die WLAN-Kabel. Das Praktischste, was es gibt. Braucht man unbedingt. Darüber, dass du das Turtle-Modul verwendest, wird sich der Gregor sicher sehr freuen. Der Gregor Lingel. Der hat das nämlich maßgeblich, er hat es nicht allein geschrieben, weil es gab es schon, aber er hat es auf Vordermann gebracht, 2006, glaube ich. Das ist nämlich ein Wiener, der das daran gebastelt hat. Und wenn man das ist jetzt schon in Pension, gell? Ich nehme an, schon länger keinen Kontakt mehr gehabt. Und wenn man das so verwenden will, wie er sich vorstellt, dann empfehle ich noch sein Buch dazu zu lesen, das heißt Python for Kids. Ich glaube mittlerweile 3. oder 4. Auflage. Und da wird anhand dieses Turtle-Moduls erklärt, eben auch objektorientierte Programmierung für Anfänger, für Kinder. Und er hat als Bonus ganz hinten im Spiel, glaube ich, ein Moorhuhn-Spiel mit Turtle-Grafik. Was auch ganz nett ist, weil man das der Turtle-Grafik nicht zutraut, dass du damit ein Action-Spiel schreiben kannst und es geht. Sehr gut. Es geht, ja. Ja, zu Lernzwecken. Ja. Ich meine, was ich schon gemerkt habe, dieses ganze TK-Inter ist nicht wirklich dazu geschrieben, dass du Action-Spiele baust. Also du kannst es halt versuchen, aber... Du meinst, man arbeitet ein bisschen dagegen dann, manchmal sperrt sich's. Es ist nicht dafür designed. Ja. Ja, also es war zum Beispiel so, dass wir halt 2 Turtles gehabt haben und durch Tastendruck haben 2 Spieler jetzt die gleichzeitig so herumfahren lassen, so wie Autoscooter im Jahrmarkt. Und ab und zu war es halt so, dass nur die eine Turtle was gemacht hat und die andere hat halt gewartet, bis sie von der CPU wieder einen Cycle kriegt, dass sie auch was tun darf. Ne? Das ist dann ein bisschen... Musik im Spiel, aber... Ja.
Das könnte auch an der Tastaturabfrage liegen. Könnte auch, ja. Eine Taste vor der anderen. Mhm. Gibt es beide über Tastatur gesteuert? Also ja, ja, ja. Das, okay, ja, stimmt. Ja. Weil es kann, gibt Tastaturen, die akzeptieren nur eine Taste gleichzeitig. Ja. Also diese roten sind das. Und je nachdem, wie viel man hat, winkt dann entweder ein, dass man alle akzeptiert. Stimmt, das könnte auch damit zusammen. Vielleicht, weiß nicht, ob es TK-Inter. Ein Thema muss ich noch reinbringen gehört dazu. Bei Scratch gibt es jetzt Teacher-Accounts in einer Alpha. Also Scratch ist eine Programmieroberfläche, die auch eine Turtle-Modul hat. Und die haben jetzt seit kurzem eine Alpha-Testing-Sache für Teacher. Also wenn man Lehrer ist, kann man da einen speziellen Teacher-Account bei Scratch anmelden. Und den habe ich jetzt. Und das Feature, das sie haben, ist, man kann die Studenten dann verwalten und man kann verhindern, dass andere Leute sozusagen in die Projekte deiner eigenen Studenten was reinposten dürfen, ein Kommentar. Und du kannst auch Kindern das entöffentlichen. Also wenn ein Schüler von dir irgendwas veröffentlicht hat auf Scratch, was ja wie eine Homepage ist, kannst du sagen, nein, das ist jetzt doch nicht veröffentlicht und das wird dann vom Internet wieder weggenommen. Depubliziert. Ja. Und du hast noch so eine Art Zensurfunktion. Also du kannst auch Kommentare löschen, die, wenn die Kinder halt dann Blödsinn posten. Okay. Also und so Klassenverwaltungsfeature. Ich habe es heute noch nicht geschafft einzusetzen, aber ja, es macht Sinn, denke ich. Okay. Aber es waren jetzt keine super aufregenden Features. Aber es ist halt sicher nützlich, wenn du eine größere Gruppe hast und du hast Kinder, die sich halt nicht zu benehmen wissen im Internet, dass du halt ein bisschen eingreifen kannst. Ja. Ist noch alles in der Alpha. Da fällt mir auch was ein, was ein bisschen dazu passt. Ich habe mit dem Scratch ein ziemliches Problem, dass ich mich schwer unwohl fühle, wenn ich mit solchen, ich sage jetzt Blog-Editoren arbeite. Mein Verständnis davon ist, dass man damit Einsteigendes insofern erleichtern will, dass die weder eigentlich schreiben können müssen, stimmt, weil sie im Prinzip über die Form oder über die Farbe nur die Maus benutzen. Und über die Form und über die Farbe von dem Code kann man so ein bisschen schon die Struktur erkennen von dem Ding, was das tut. Und es steht ja auch drauf auf jedem Blog, was er tut. Ja. Und man muss es aber auf keinen Fall merken, auswendig merken, was das ist. Naja, mit der Zeit schon. Also du... Ich muss mal nicht vorher auswählen. Ja, stimmt. Du hast einen Baukasten aus vorgegebenen Bausteinen. Und kann in dem Baukasten nachschauen, was es alles gibt und mir die dann zurechtziehen. Also du brauchst die Tastatur nur zum Benennen von Variablen, zum Schreiben von Kommentaren und zum Eingeben von Zahlenwerten oder Textwerten, wenn du Baustein hast. Und also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit sowas werke, das ist, wenn ich vorher meine Hände mit Kabelbindern fessle und dann tippen will oder so. Weil du tippen kannst. Ja, genau. Und jetzt frage ich mich, wie lange das eigentlich bei Kindern so ist, dass es ihnen was bringt, wenn sie das haben. Oder ab wann fühlen sich die Kinder auch so gefesselt, dass sie eigentlich auf was anderes umsteigen wollen? Ja, Scratch wurde für Kinder... Entschuldigung, langweilig habe ich schon total. Nein, okay. Scratch wurde für Kinder entwickelt, für 8 Jahre plus, steht auch drauf, aber wird, das weiß man vorhin schon, in der Mehrheit von Erwachsenen verwendet, also die durchaus tippen können, aber das einfach mögen, weil es unkompliziert zum Programmieren ist. Du musst wenig nachdenken, wenig auswendig wissen, sondern du puzzelst das eigentlich zusammen. Ja. Du hast also immer den Befehlssatz total vor dir. Das ist der eine große Vorteil. Der andere ist, dass es einfach Spaß macht, weil da ist ja etwas Spielerisches dabei. Du schiebst diese Bausteine zusammen und die schnappen dann so schön ein, also dass du eine gewisse Befriedigung beim Code konstruieren. Also je länger ihr erzählst, desto mehr wird in mir der Spieltrieb gegeben. Ja, ja. Spielen, programmieren, macht Kurse, wo das angeboten wird. Ja? Ziemlich das gleiche Programmierkonzept mit diesen Spielen, mit diesen Blöcken zusammenziehen und so weiter, hat Lego Mindstorms. Mhm. Ja. Also da kann man dann mit Lego Roboter bauen, die dann auch eben aufgrund von... Hat Lego Mindstorm nicht schon offizielle Scratch-Connection? Oder offiziell nicht, aber du kannst... Gibt es da ein Modul oder Plugin dafür? In einer Sprache, die von Scratch abgeleitet worden ist, Lego Programmieren. Aber selbst das, eigentlich brauchst du das nicht in dem Sinne, weil das Lego, die interne Sprache im Lego Mindstorms ist eigentlich sowas wie Scratch. Also wenn du das Scratch-Konzept gegnissen hast, dann hast du dieses Konzept auch das gegnissen. Visual Programm. Es ist eher umgekehrt so, wenn du nur Code tippseln willst, wenn du schreiben willst, wie ich das will, dann versuchst du dieses Lego Mindstorms eigene System wieder loszuwerden und kannst stattdessen praktisch fast jede andere Programmiersprache dafür verwenden. Aber deine Frage war jetzt, ob das ab welchem Alter Kinder davon profitieren, dass sie nicht tippen müssen. Oder nach welcher Zeit, wie lange müssen sie damit gespielt haben, dass es ihnen auf die Socken geht?
Also wie gesagt, um die zweite Frage zu beantworten, ich glaube, das geht ihnen sehr lange nicht auf die Socken, weil du extrem viel rausholen kannst und es ist Scratch 2 sehr rein online. Das wird auch ständig weiterentwickelt. Also da, und es machen auch sehr viele Erwachsene. Also ich glaube, da kannst du, wenn du dich wirklich reintigerst und das magst und dir dieser kleine Geschwindigkeitsnachteil, dass du jetzt mit dem Tippen schneller wärst als mit dem Zahnpausen, nicht so viel ausmachst, weil du vielleicht eh kein Zehnfingersystem beherrscht oder eh nicht so der Tippfanatiker bist, dann bringt dir das sehr lange was. Okay. Und ich frage nicht für Scratch, sondern ich frage für ein neues Framework. Ja. Der Macher, der Programmierer, der das Ruby on Rails basierte Framework Hobo entwickelt hat, arbeitet jetzt in den letzten 2 Jahren wieder an einem neuen Framework, das er KitCoder nennt, wo man Rails-Applikationen programmiert, nicht indem man Code schreibt, sondern indem man zusammenklickt. Das ist nicht so dieses Puzzle-Modell mit dem Zusammenziehen, sondern es ist eher so, du kriegst für jedes Objekt eine Box und in die Box kannst du reinklicken und da geht dann ein Dropdown-Menü auf mit allen Optionen, die es gibt an der Stelle. Was aber ja im Prinzip die Übertragung dieses Konzepts ist, wenn es zu viele Bausteine gibt, dass du nicht in einer Box damit klarkommst, dann kannst du das mit so Dropdown-Menü Und wo ich mir das angeschaut habe und dachte, ja, das ist eigentlich wieder ein cooles Konzept. Und dann der zweite Gedanke war sofort wieder, ja, nur programmieren will ich damit auf keinen Fall. Weil ich wieder dieses, dieses Gefühl hatte mit den zusammengebundenen Händen. Aber vielleicht ist das für viele Leute die Variante, in die Web-Applikationsprogrammierung einzusteigen, weil sie nur mit Zusammenklicken anfangen können und das später dann auf Code umstellen können. Ich sage jetzt nur 2 kleine Links dazu. Es gibt diesen App Inventor 2 von Google, glaube ich, derzeit, wo du so Android-Apps zusammenklicken kannst, also auch mit den Bausteinsachen. Und was ich auf der Scratch-Konferenz in Amsterdam im Sommer gesehen habe, das ist der Scratch-Nachfolger, an dem sie jetzt produzieren, von dem haben sie aber nur eine Demo gezeigt, der heißt G+, aber nicht wie das Social-Netzwerk, sondern halt so. Und der soll so sein, dass das Python für Visual-Programming, und sie haben eine Demo gezeigt, wo du da das zusammenpuzzelst, wie du das von Scratch gewohnt bist, und dann schiebst du so einen Slider und plötzlich lösen sich die Puzzlesteine auf im Programmcode. Du kannst ganz normal tippen, wie du das als Coder gewohnt bist, und dann slidest du wieder zurück und dann sind das wieder Bausteine. Also das dann, wenn es gut geht, das Beste von 2 Welten. Und das soll so eine General-Purpose-Language sein, die sehr Python-mäßig ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Sie haben die Demo gezeigt und haben natürlich Riesenapplaus. Nämlich der Rückweg, der Vorwärtsweg in den Code, den kann ich mir leicht vorstellen. Also und dann zurück Code. Aber dass das zurück, dass ich das nehme an, das geht halt nur, wenn der Befehlssatz restriktiv ist. Ne? Weil sie halt gesagt haben, die Erfahrung von Scratch ist, dass viele Leute sagen, sie mögen Scratch, sie mögen jetzt auch gar keine Programmiersprache lernen, weil ihre Coding-Bedürfnisse nicht so wahnsinnig groß sind. Aber sie wollen gewisse Sachen machen, die es mit Scratch nicht kannst, zum Beispiel einen Textfile erzeugen oder ein Directory auslesen oder halt so normalen Programmier-Stuff und das soll halt das bieten. Aber nochmal zu dieser KitCoder-Geschichte, das macht ihr in Web-Applikationen. Cool, und das Nette daran ist, mittlerweile ist das ja alles mit den Browsern sehr dynamisch. Das heißt, du codest in einem Teil des Fensters und im anderen Teil des Fensters. Und siehst du gleich deine Web-App. Genau, live. Das heißt, er startet einen Webserver sogar. Startet lokalen Webserver und das synchronisiert sich alles. Cool, und hast einen Button, mit dem du startest, und musst nicht super 7 Sachen installieren. Also da tut sich auch gerade einiges in der Ecke. Schlussbemerkung nur, also ich finde schon, dass Kinder tippen lernen sollten und auch 10-Fingersystem lernen sollten. Aber das sage ich jetzt halt, weil ich Programmierer bin und mein Leben lang davon profitiere. Aber es reicht nachher, sagst du. Muss halt gleich sein. Ich finde, das ist, wenn du jetzt einen Programmierkurs besuchst, eine Woche lang, ist vielleicht die Erkenntnis vom Kind, dass das eine gescheite Sache wäre, 10-Fingersystem tippen zu können, wesentlich wertvoller als das bisschen Programmieren, was ich dem beibringe. Weil es wird vielleicht nicht später Programmierer, aber es wird sicher einen Job haben, wo es an einem Computer sitzt und was tippen muss. Und das ist halt das, was du dir dann täglich versparst. Aha, okay, ja. Nicht damit du auf die Höhe. Das heißt, nicht so vibrationsgeschützt. Aber möglicherweise ist 10-Fingersystem können ein aussterbender Skill, der nicht mehr gebraucht wird. Ich kann es nicht sagen, ich kann schwer in die Zukunft schauen. Ich finde das ganz lustig, weil uns wurde das noch geraten zu lernen, weil wir Mädchen ja mal einen Job haben werden. Ihr werdet ja Sekretärinnen. Ja, genau. Genau, aber das hat sich dann doch geändert. Aber mit 10 Fingern tippen können ist halt echt hilfreich. Also ich habe es tatsächlich, ich habe mal so einen Kurs in der Schule gehabt, dann habe ich belegt, das war gut. Das hilft auch fürs Klavierspielen. Daran bin ich kläglich gescheitert. Ja, ich auch. mit dem 10-Fingersystem erst vor 2 Jahren begonnen. Also. Und das haut jetzt langsam halbwegs hin. Und was man dabei wirklich lernt, ist, die einzelnen Finger unabhängig voneinander gezielt zu bewegen. Und das ist, was man beim Klavierspielen braucht. Das heißt, es funktioniert auch dort dann ein bisschen besser nachher.
Frage, ja, Gregor, du tippst 10 oder mit nein, zwei Fingern? Ich bin auch nicht zwei, irgendwas dazwischen, aber sicherlich kein sauberes 10-Finger-System. Aber du tippst, also musst du auf die Tastatur schauen zum Tippen oder kannst du blind tippen? Nein, das kann ich unabhängig schon machen. Das also kannst du eh blind tippen? Das funktioniert, blind tippen funktioniert schon, trotzdem habe ich kein erlerntes 10-Finger-System. Ja, aber sagen wir so, das war eigentlich das, was ich gemeint habe, dass du blind tippen kannst, das ist glaube ich der Skill. Das funktioniert, ja. Ich meine, ich finde den halt wichtig, aber jetzt, wenn ich mir die ganzen Wisch-Tablets und die Kinder anschaue, da nur noch Wischen auf ihren Streichel-Handys. Vielleicht ist das schon wieder aussterbend. Ne? Ach, ich weiß nicht, du wirst immer was, wenn du was produzierst, wirst du kein Tablet nehmen, du wirst mit Wischen nicht rauskommen, deswegen wird dieses Skill einfach erhalten bleiben und wichtig bleiben, weil irgendwas anderes aus dem Keyboard haben wir bis jetzt noch nicht. Klingt jetzt so genauso wie diese Verfechter von Büchern aus Papier. Ne? Das dann immer Lesen wird immer wichtig sein. Und auch da, muss ich, und auch da muss ich sagen, dass das E-Book noch lange nicht noch, an dem Platz ist, wo das hast du noch, ist. Liest du noch auf Papier? Also lange nicht. Nein, ich lese sehr viel E-Books, ja, aber ich bin äußerst unzufrieden, wie man diese Bücher kaufen kann. Einfach mit, also mit ganzen, kategorisieren mit dem ganzen Ökosystem. Und wie auch diese Bücher teilweise verlegt sind. Also unglücklich. Also da muss ich noch einiges tun, um den Status Papierbuch zu erreichen. Musst du was entwickeln? Ja, schon wieder. Das ist Wahnsinn. Heute habe ich einen Programmierauftrag nach dem Abschluss. Genau. Also mein Vater unterrichtet in FH, so am TU, und der sagt auch, also die Studenten drucken sich alles aus, was sie lernen müssen. Also sie kriegen es zwar als Datei, okay, aber er sieht, dass sie es ausdrucken. Na gut, kopieren. Das zum Lernen und so, das mit den PDFs, das... Ja, die haben alle Laptops damit. Und so, ne? Also die sind alle ja, nicht, es ist, nicht da. Ja, es ist schwierig. Bei Lernunterlagen kann ich zu meinen Unizeiten auch lieber Papier, weil es einfach schneller vorwärts navigieren. Ich meine, du hast zwar die Volltextsuche bei den PDFs, aber auch das Anstreichen und so. Ja. Also ich habe dann auch immer noch, wenn ich irgendwas lerne oder so, dann habe ich immer verschiedene Finger in verschiedenen Seiten irgendwie drin liegen. Genau. So als Lesezeichen, und es geht einfach so schneller, und so, hin und her blättern. Wir sind halt gewohnt, digital, ne? Ja, das, klar, das ist Gewohnheit. Ich weiß nicht, wie das mit den heutigen Kindern ist. Ich mache es auch gerne, aber bei mir ist sicher ein anderer Grund, weil das mit den vielen Fingern drin habe ich nicht. Bei mir ist es so, wenn ich die Seite gelesen habe, reiße ich es dann mit Begeisterung durch und schmeiße es weg. Also ich biete es nicht zusammen. Das ist eher so dieses, ha, ich habe es erledigt. Okay. Und der aber Grund, das bleibt für immer in deinem Hirn dann, hast du so ein super Gedächtnis? Nein, also, ich vergesse auch. Und druck mir es halt wieder aus. Ne? Der Hauptgrund bei mir ist, dass mich das Lesen auf Papier weniger anstrengt als auf einem Tablet, da bin ich ganz sicher. Dass ich weniger Gehirnkapazität brauche beim Lesen und daher mich besser auf das konzentrieren kann, als wenn ich auf einem Display lese. Also bei Prosa muss ich da jetzt die E-Book-Reader verteidigen. Also wenn man so einen dezidierten E-Book-Reader hat, das strengt nicht an, finde ich, mit Hintergrundbeleuchtung. Ich würde sagen, aber auch E-Book-Reader ist ein E-Paper, das ist also E-Ink-Technologie, das ist wieder was anderes als vom Tablet an. Ja, Tablet-Lesen strengt an. Beziehungsweise das E-Book ist auch eher, da sind nicht so viele Ablenkungen eingebaut. Ich meine, du kannst hier die dezidierten und Tablet die Ablenkungen abschalten, aber das trotzdem immer irgendwo die Taskleiste offen und dann tust du wieder irgendwas anderes. Ja, schnell mal E-Mail checken. Du hast auf der anderen Seite hast beim E-Book, also da kannst du manche Sachen, beim E-Book-Reader kannst du halt manche Sachen auch nicht ordentlich lesen. Also das ist das, was du vorher schon kritisiert hast. Das ist manchmal ist schlecht verlegt, beziehungsweise wenn man PDFs hat, ist man sowieso, aber dafür sind die Geräte ja auch nicht wirklich. Ich habe den Satz jetzt nicht kapiert. Wenn man PDFs hat, ist man sowieso. Ist man sowieso nicht gut aufgehoben auf einem E-Book-Reader. Und zu klein sind sie außerdem, Entschuldigung. Ja, PDFs können nichts. Aber es gibt du hast einmal einen größeren gehabt, einen bisschen größeren E-Book-Reader. Ja, aber trotzdem war der für PDFs total unbrauchbar. Ja, also so, ich meine, das gibt es einfach nicht. Das scrollst dann ständig herum und das, na. Wobei ja theoretisch könnten die auch den Text da rausparsen, wenn das nicht PDFs sind, die nur Bilder sind. Und die meisten von den Büchern wären ja eigentlich sogar PDFs. Ja, man kann im Calibre, das ist eine Open Source Bücherverwaltung und Editiersoftware, wahnsinnig mächtig, sehr, sehr gut. Ich habe dem Programmierer auch schon Geld gespendet, wenn man dieses Programm so gut gefällt. Und es gibt auch tausende Plugins. Und dort gibt es auch die Option, PDFs in die Text enthalten, in EPUB umzuwandeln. Trotzdem Vorsicht. Ich habe es auch versucht und war nicht erfolgreich damit. Und habe dann am Schluss das, glaube ich, ausgedruckt oder so. Das ich kann einwerfen, ich lese ja mit Begeisterung Linux Voice, diese englische
Linux-Zeitschrift und die haben eben das nette Feature, dass sie sowohl PDF als auch EPUB publizieren. Ja. Und ich lese das derzeit auf meinem Handy extra die Low-Res EPUB-Version. Aber sie hat halt so, ich meine, es ist lesbar und so, ich freue mich, aber es hat halt so gewisse Dinge, zum Beispiel, dass die Kapitelüberschrift ist ein Bitmap und das kann ich auf meinem Reader nicht gescheit lesen. Das heißt, ich muss dann immer raten, worum geht es jetzt in dem Artikel. Und ab und zu sind drei Leerseiten, da weiß ich nicht, ist das jetzt eine Werbung, wo es ihnen zu blöd war, das ins EPUB zu konvertieren, oder ist eine Grafik, die sich nicht ausgegangen ist, oder ist ein Fehler, oder ist die Software, es ist halt nicht so flüssig. Ja. Weil es halt ein konvertiertes EPUB ist und nicht ein von Haus aus frisch gekochtes. Das bringt einfach Probleme. Sind wir ausgenördet? Gehen wir zum Junkfood und Trash-Stellen. Ah, stimmt, ja. Also, ein Rest von Seriosität, bitte. Achso. Seriös kann ich doch nicht. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja quasi von Umziehen und Wohnungssuchen etwas eingenommen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit ganz so viel Begeisterung über dieses Buch sprechen wie letztes Mal. Hast du nicht gleich so Skills bei der Mietpreisverhandlung einsetzen können? So. In so einer Situation war ich gerade noch nicht, dass ich irgendwie um Mietpreise verhandelt habe, weil ich, das ist aber was, woran ich mich gewöhnen muss, dass man eventuell verhandelt um sowas. Aber ich vielleicht erst noch schnell das. Ich konnte aufs nächste Mal verschieben. Nee. Also ich habe weitergelesen in diesem Buch und habe nochmal so durchgeblättert und mir dieses Inhaltsverzeichnis angeschaut und habe dann festgestellt, dass das eigentlich so eine Zusammenfassung ist von all dem, was ich je über Kommunikationstechniken und Gesprächstechniken in meinem Studium gelernt habe. Studium, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Sozialpädagogik, also das, was heute soziale Arbeit ist. Ich sollte vielleicht dazu sagen, in meinem abgeschlossenen Studium, studieren durch gerne mal was. Anderes Thema. Also auf jeden Fall. Wer von uns hat das Studium abgeschlossen? Der Steffen. Bis zum Bachelor. Achso, du auch. Okay. Also ich bin der einzige Nicht-Akademiker. Bei mir hat es ja noch nicht so schicke Sachen wie Bachelor gegeben. Ich habe ein Diplom. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin. Cool, genau. Cool. Ja, ich könnte auch draufschreiben, Diplom, dir zäumen wir nichts Gescheites. Aber okay, auf jeden Fall. Was war das? Auf jeden Fall Pearl of Wisdom, das du jetzt gerade angestoßen, also aufgeschnappt hast. Gut, er hat jetzt natürlich, das ist jetzt kein ganz großer Zufall, dass der Herr Schulz von Thun irgendwie so diese gesamten Kommunikationstechniken zusammengefasst hat, weil ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, dass er hat tatsächlich Psychologie studiert und hat dann in der Unternehmenskommunikation angefangen und ja, okay. Da kommt man nicht drum rum. Aber der hat, ich habe dann in dem Buch eben noch ein paar sehr nette Sachen gefunden. Da wollte ich euch ganz gerne ein paar erzählen. Ein paar so Grafiken noch erzählen. Jetzt habe ich so ein Merkerl hier. So, da ist eine Grafik, da ist eine Frau fährt Auto, ein Mann sitzt daneben. Der Mann sagt, du, da vorne ist grün. Und die Frau sagt, fährst du oder fahre ich? Und das klassische nervige Beifahrersyndrome. Ja, und er hat es dann in dem Fall nochmal aufgeschlüsselt, hat dann erklärt, also das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, hat jetzt erklärt, wer welche Botschaft da von sich gibt. Und dann im nächsten Absatz erklärt er nochmal, ja, aber die Tatsache, dass er uns jetzt das erklärt hat, wer welche Botschaft von sich gibt und was er glaubt, was da für Botschaften von sich gegeben wird, das sagt ja wiederum was über ihn aus. Das heißt, er versucht da zu erklären, wie verschachtelt Kommunikation in sich eigentlich ist. Was ich dann, wo ich mir dann immer denke, das kann man eigentlich total auf die Spitze treiben. Also wenn ich jetzt dann, ich erzähle ja jetzt, was er erzählt hat, was... Ne? Das was du glaubst, was... So weit, genau, könnte man ja eigentlich immer so weiter trennen. Fand ich sehr nett. Stimmt, ja. Genau. Und dann habe ich... Da gehört überhaupt kein Einmerker rein. Kommt ich habe jetzt total schon viele Einmerker. Ein anderes Thema, oder ja, passt? Ja, genau. Dann würde ich gerne zu dem ersten noch was sagen, weil ich in den letzten zwei Tagen über zwei Stunden gestritten habe, mehr oder minder mit einer Psychologiestudentin, was ein Grund ist. Interessant. Der Grund eines Streits. Was er eigentlich nicht allzu viel hergeben sollte man meinen. Kann mich nicht zurückhalten. Hat deiner Frau. Ja. Hat aber das ist in dem Fall gar nicht relevant gewesen. Ja.
Also was ein Grund ist. Was ist ein Grund? Du als Mann hast mit einer Frau darüber gestritten, was ein Grund ist. Ja. Da brauchst du aber nicht Psychologie studieren, um zu wissen, dass das sinnlos ist, oder? Jetzt geht's, glaube ich, gerade ein bisschen Richtung Chauvinismus. Ja, ja. Eindeutig. Was ist da der Grund dafür? Ja, was ist der Grund? Sagen wir so, auch wenn du jetzt in einer homosexuellen Beziehung leben würdest mit einem anderen Mann, wäre es trotzdem sinnlos. So meinst du, das ist ich einfach die Beziehungsebene ein überlagert, ein was immer da. Nein, Kommunikationsproblem. Ich missverstehe das vollkommen. Okay. Ich wiederhole die Frage absichtlich. Was ist ein Grund für etwas? Wann ist etwas ein Grund für etwas anderes? Da gehen sich ein paar Stunden aus. Da würde ich jetzt einmal damit anfangen, dass beide definieren sollen, was Grund ist, weil vielleicht ist dann das Missverständnis relativ schnell geklärt. Nein, nein, weil es sich nicht definieren lässt. Der Grund lässt sich nicht. Aber Definition ist ja beliebig. Eine Definition ist ja Zuweisung von Bedeutung. Aber man kann sich nicht auf eine einigen. Also ja, okay, gut. Weil es, ich glaube, es ist nicht einmal wirklich semantisch klar, was es ist im Grund. Also. Weil, also du kannst auf so Sachen kommen wie, es müssen zwei Situationen oder Handlungen sein, die in zeitlicher Abfolge sind und das eine muss vor dem anderen sein, nur dann kann das eine das andere begründen. Mhm. Dagegen könnte man argumentieren, in einer Gruppe, wenn die sich statistisch verhält, also es ist immer so, wenn etwas eintritt, dann macht ein gewisser Prozentsatz das, könnte man schon sagen, das ist ein Grund dann dafür, obwohl es keine zeitliche Aufeinanderfolge von zwei verschiedenen Objekten gibt. Also zwei. Interessant. Ist ein sehr interessantes Thema gewesen. Das lässt sich nicht leicht erfassen. Ja. Das ist ein Wort, das so jeder glaubt, man weiß, was ein Grund ist. Mhm. Aber wenn man dann wirklich der Sache nachgeht und dann, da geht es dann auch in die Psychologie eben hinein, was diese Wissenschaft der Psychologie als einen Grund akzeptiert und nicht als einen Grund akzeptiert, ist schwer unterschiedlich zu dem, was ich als Physiker aus der Physik weiß, was für mich dort ein Grund ist und nicht ein Grund ist. Und wäre auch interessant, das jetzt mit einem Juristen zu diskutieren, beim Strafrecht, was ist ein Grund? Ach, ne? Ja, ja. Also das ist auch sprachlich ein Grund. Ein Grund ist ja auch manchmal mehrfach besetzt oder mehreres Grund oder solche Sachen. Also, aber ich meine jetzt nur, was ist der Grund dafür? Aber war ja genau richtig, aber vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang in der Ableitung der Sprache. Es ist so tief verdeckt von Wasser, dass das nicht... Das ist wunderbar, weil da kann ja das knüpft ja direkt an den nächsten Punkt, an den ich erzählen wollte. Und zwar nämlich, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das eine allgemeine psychologische Erkenntnis ist oder ob er das jetzt so der Herr von Thun so explizit so geschrieben hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich uneinig ist oder sich missversteht oder verschiedene Bedeutungen in der gleichen Ausdrucksweise zuweist, ist umso geringer, je besser man sich kennt. Beim Thema Grund mag es auseinandergehen. Beim Thema Grund mag es anders sein, aber ich weiß es jetzt. Und dann ist es aber so, und das fand ich nämlich total super. Aber je besser man sich kennt, desto weniger klärt man noch normalerweise, ob man sich eigentlich einig ist. Mhm. Und umso größer sind dann die Missverständnisse, wenn man nicht geklärt hat und zwei von verschiedenen Sachen reden. Weil man meint ja, der andere weiß genau, wovon man redet. Und okay. Darf gut. Ich jetzt fragen, wer von euch ist in einer Beziehung? Das hat damit keinen Zusammenhang. Ich glaube, das hat extrem damit zu tun. Nein, absolut nicht. Ich würde auch sagen, dass das alle Tage im Alltag einfach vorkommt. Selbst wenn du dich mit Arbeitskollegen unterhältst. Das ist zum Beispiel wenn ein einfacher Hinweis. Ja. Also das ist schon... Kommunikation ist halt nicht nur eine, sondern viele Beziehungsebene sozusagen. Also ich habe jetzt eigentlich eher so vielleicht an Geschwisterstreitigkeiten oder so gedacht, so, ja, genau. Wo man sich ja extrem also, gut kennt und eigentlich ja wissen müsste, was der andere meint, weil man auch noch gemeinsam aufgewachsen ist. Aber gerade dann, wenn man sich irgendwo nicht einig ist, dann aber richtig. Mhm. Also so. Schreibt auf jeden Fall der Schulz von Thun und es ist sowas, wo ich mir denke, ja, das habe ich schon öfter mal so... erlebt, so dieses, also es ist, wenn man jemanden nicht kennt, dann ist man oft vorsichtiger mit dem irgendwas zuzuschreiben und
Aber wenn man jemanden kennt und dann kriegt man was im falschen Hals, dann ist es eher schwierig. So als Einziger, der Blut trinkt. Man hat sich da vielleicht auf keine explizite Regel geeinigt und dann ist der andere natürlich unglücklich und kommuniziert natürlich auch nicht zurück. Das ist dann halt so eine Spirale der Nicht-Kommunikation. Das ist das. Genau, und der Überraschungseffekt ist dann auch umso größer, weil man ja denkt, man kennt sie doch, ja. Und wieso jetzt ist das plötzlich anders. Mhm. Ja. Und eine Sache wollte ich noch erzählen, wenn wir jetzt weg von der Verständnis, vom Kommunikationsverständnis gehen. Und zwar der nächste Schritt ist ja dann, der Buchtitel heißt ja Störungen und Klärungen und er ist ja ungefähr, wir sind jetzt beim Drittel des Buches, da geht es um Störungen und dann geht es los mit Klärungen. Mhm. Und da ist das erste, das Thema Metakommunikation. Metakommunikation, sehr schöner Satz zum Anfang des Kapitels: Es gibt kaum ein Heilmittel, das für in Anführungszeichen kranke, gestörte Kommunikation von Fachleuten so empfohlen wird wie explizite Metakommunikation. Gemeint ist eine Kommunikation über die Kommunikation. Also das, sagt er, ist einfach das, was am allerbesten funktioniert, wenn Leute sich streiten, wenn Leute sich nicht einig sind, erstmal drüber reden, worüber sie eigentlich reden, um zu klären, worum geht's. Also über die Kommunikation. Und da ist ein wunderschönes Bild. Dass man dann nur drauf kommt, dass man nicht übereinstimmt. Das ist ein Bild, das jemand anders erklären, das beschreiben. Also man sieht sozusagen zwei Berge und dazwischen ein Tal. Im Tal ist ein streitendes Pärchen. Und auf den zwei Berggipfeln sitzt der Mann und die Frau und haben so direkte Pfeile zueinander. Also. Ja. Ja. Und vielleicht, ich glaube, ich weiß, was jetzt dein Einwand, da ist der in dem Buch, der geht immer davon aus, er ist der Außenstehende, der im Streitfall schlichtet. Mediator. Du gehst ja mit Mediator, Psychologe, Therapie, Schul, Sozialarbeiter, ja. Was auch immer, ist immer die dritte Person, die quasi sich mit dem Konflikt befasst und die streitenden Parteien dazu bringt, dann sich wieder zu einigen. Ich glaube, weil du schaust nämlich ganz so skeptisch. Abwesenheit vom Konflikt heißt nicht Übereinstimmung der Meinung. Nee, ist auch nicht das Ziel. Ja. Nee. Ja, dann. Ja. Nee, sondern halt den Konflikt klären. Weil es gibt einmal das Explizite wie Agree to Disagree, nicht? Okay, du hast deinen Standpunkt, ich habe meinen. Ja. Und dann gibt es noch das Missverständnis, man hätte den gleichen Standpunkt, ist dann auch fröhlich, ja. Scheinbar der gleichen Meinung, aber im nächsten Beispiel, wo sich dann aus den beiden Meinungen doch unterschiedliche Ableitungen ergeben, gibt es den nächsten netten Diskurs. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist hoffnungslos, das mit dem Miteinander reden. Das einfach mal abmachen. Das war einfach gar nicht mehr, oder? Das war die letzte Folge von Podcast. Ja. In diesem Sinne, danke. Tschüss. Es gibt beim Douglas Adams bei Hitchhiker durch die Galaxis eine sehr schöne Parabel auf das über unseren Planeten, wo die Leute Gedanken lesen können und deshalb dazu verurteilt sind, ständig den Mund zu halten oder ständig über Nichtigkeiten zu reden und damit halt der andere nicht rauskriegt. Was er, also um sich daran zu hindern, zu denken, weil der andere das dann erfahren würde, was er denkt. Genau. Was ich als Nerd gern hätte und jetzt als Einziger, der von euch ein Bier trinkt, deshalb ist der Vorschlag wahrscheinlich nur für mich lustig, ich hätte gern wie so ein analoges Batterieprüfgerät, wo es diese schöne Nadel gibt, die Spannung der Batterie anzeigt, hätte ich gern so auf der Stirn von jedem und das soll einfach nur anzeigen, wie genervt er ist. Ich meine, man kriegt es durch den Farbton rauskriegt, wenn einer sehr rot ist. Ne? Und wenn die Nervnadel nicht total im weißen Bereich ist, sollte man, was immer da an Kommunikation passiert, halt nicht sehr ernst nehmen, finde ich. Weil wenn ich genervt bin, geht es eigentlich nicht sehr darum, worüber ich mich aufrege, sondern es geht darüber, dass ich mich aufrege und dann oder genervt bin. Ich habe eine gewisse Grundnervung, ja, gerade in einer Beziehung, das habe ich vorher gefragt. Und dann entlädt sich das halt wie so ein Blitz an der nicht aufgerollten Zahnbürste. Aber wieder, was auch der Grund ist ja nicht der eigentliche Grund. Also da wäre auch wieder das Meta, was ist eigentlich... Das Warum bin ich genervt? Oder? Ja, das sammelt sich halt an, aber das kann sehr viel sein. Oder das dann auch aussprechen. Ja, es ist, ja. Wie man es dreht und wendet. Wenn man genervt ist, ist man genervt manchmal. Und ich glaube, eine Beziehung heißt ja, dass trotz dieser ganzen Nervereien und täglichen Beleidigungen des Daseins irgendwie trotzdem miteinander
auskommst. Ne? Da gibt es ja auch Mechanismen, dass das dann halt trotzdem funktioniert. Ich weiß nicht, dass ein Ruder läuft. Ja, aber wenn du halt genervt bist und beide genervt sind, ich glaube, da hat auch ein Mediator keine Chance. Da ist einfach nur. Ja, für solche Fälle, glaube ich, ist der Mediator auch nicht zuständig. Das sind Konflikte, die sich ziehen, die unlösbar hat sind. Sich zu entladen. Oder Alltagsstreit, oder, wo man mal sich gegenseitig annervt, ist vielleicht auch ganz gut, bevor man es in sich reinigt. Du kennst das vielleicht auch, in einer WG passiert das ja auch zwangsläufig, wenn du mit dem in der WG laufst und da gibt es halt Reibereien. Ich wollte gerade sagen, das hat nicht unbedingt mit der Beziehung zu tun, weil es gibt ja auch ganz andere Beziehungen als Beziehungen. Ja, es kann auch Arbeitsbeziehungen sein. Oder, ja, da hast du ja auch die Probleme mit dem Problem im Großen und Ganzen. Und du entlädst dich sozusagen nur an Leuten, mit denen es zu tun hast. Also der amerikanische Präsident ist von meinen Nervausbrüchen sehr sicher, weil auch vielleicht ist er daran so schuld, aber mit dem habe ich halt, der läuft mir nicht oft unter die Augen, also der kriegt es nicht ab. Ne? Aber von meinen sollte er sich hüten. Jetzt insbesondere mit Safe Harbor 2. Ja, genau, ja, da hat sich einiges angestaut bei dir. Nein, also das mit der Kommunikation, ich weiß nicht, ob das fast zu schwierig ist, dass man drüber reden kann. Schweigen. Ja, aber man muss es versuchen. Ich meine, ansonsten wäre es ja mies. Ich glaube, dass wenn man sich mal ein bisschen, wenn man reflektiert ist, dann ist es nicht so. Entschuldigung. Anna fuchtelt mit den Händen und will was sagen. Entschuldigung. Das war der Blick vom Stefan. Das war nicht das, was du gesagt hast. Ich wollte nur kurz sagen, du bist Lehrer, Studierter? Gewesen, ja. Gewesen? Ja. Und von dir kommt das Kommunikation sinnlos. Das finde ich super. Nein, das ist ein Reden drüber. Ist Reden drüber, also. Okay. Aber ein neues Biertaucher Format keimt in mir auf. Wir schweigen einfach mal gezielt zu einem gleichen Thema. Und ja, genau. Wir könnten dann noch einspielen von was? John Cage. Schön, dass wir an das gleiche denken. Was? 2 Minuten 47? 4 Minuten 27? Oder wie heißt das? Genau, weiß ich nicht. Was ist das? Da schweigt er zu einem Thema? Stille, ja. Das ist so lange Stille. Es gibt, aber, okay. Ich mache gerade so ein Weiterbildungsstudium und eine Studienkollegin von mir hat eine Audiokollage zu diesem Stück gemacht. Okay. Die ist aber super. Die unterschiedliche Aufnahmen dieses Stück zusammenmischen, oder? Nee, finde ich extrem toll. Die hat 4:33. Minuten 33 über verschiedene synthetische Stimmen die Kommentare, die unter dem YouTube-Video dazu sind, zusammengebaut. Und das ist sowas von schräg. Also was die Leute echt kommentieren. Ja, bei YouTube. Sorry, für die Shownotes. Ihr redet jetzt über ein Stück, wo geschrieben wird. Oder? Und wie heißt das Stück? Das heißt 4:33. Okay, und darüber gibt es ein Metastück über die YouTube-Kommentare zu dieser Stille. Genau, von einer Studienkollegin von mir. Ja, genau. Teenies ohne Aufmerksamkeitsspanne. Wann geht's endlich los? Wie krank, da ist nichts. Ja, und dann ist auch noch so ein Bild. Also das ist so ein CD-Cover, keine Ahnung, Songcover und so. Und dann gibt es auch Leute, die halt irgendwie, während sie warten, dass da irgendwas passiert, dann dieses Bild, dieses Foto analysieren und so. Also das ist schon sehr schräg. Okay. Mhm. Aber eigentlich ganz cool. Also ich habe Solltest dann irgendwann eine Rezension anfangen von Warten auf Godot. Ah. Das ist dann auf Theaterstück umgetragen. Das Thema. Ist das ein Theaterstück, wo nichts passiert? Oder? Schon, sie warten halt. Oh, okay. Auf den Godot, der nicht kommt. Finde ich super. Ja, also ich habe bloß mal im Fernsehen gesehen. Aber das, ich habe es im Fernsehen gesehen. Was ist denn das? Beckett? Das war noch drüber. Ja. Beckett überhaupt. Beckett lesen auf meiner Liste. Gut. Fazit. Du bist noch immer begeistert von dem Buch und findest da nützliche und interessante und auf das praktische Leben anwendbare Beispiele. Ja, vor allem habe ich mir gedacht, ich würde ganz gerne mal wieder so ein Seminar oder sowas geben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Du gibst Seminare zu dem Thema. Ich habe eine Weile zu allen möglichen in dem Verein in München irgendwelche Workshops und Seminare und Zeug gegeben. Und habe schon lange nicht mehr Leuten irgendwas beigebracht und habe da wieder Lust drauf. Und jetzt haben wir gedacht, der Podcast ist voll für kommerzielle Eigenwerbung da. Ja, das ist aber jetzt im Moment habe ich es ja noch nicht angeboten. Ich werde dann, wenn es soweit ist. Hast du schon eine Homepage, wo man dich anfordern kann? Eine E-Mail? E-Mail habe ich. Ja. Das ist anna@geiger.wtf. WTF? WTF. What the fuck? Ja, wirklich, oder was? Ja, wirklich. Kann man sie merken. Anna@geiger.wtf. Ja. Okay, cool, ja. Ja, Entschuldigung, aber das war jetzt ein bisschen albern manchmal. Aber das ist. Und da gibt es aber noch keine Homepage dazu.
weil die sich noch nicht von selber gemacht hat. Das ist ganz blöd so. Einen Radler bitte. Nimm ich auch. Ich weiß nichts. Ja, diese Homepage, die machen sie immer nicht von selber. Ne? GitHub, ganz einfach diese GitHub-Pages. Und bei Spielen programmieren, wenn wir schon bei Werbung sind, kann ich dir in einer halben Stunde erklären, wie du da ganz leibernd deine Homepage machst. Gut, wie viele Shownotes muss ich dafür schreiben, was gegen lassen? Ah, schon nicht schön. Genau, das müssen wir jetzt offiziell erwähnen. Die vom 240er-Folge hat die liebe Anna höchstpersönlich die Shownotes geschrieben. Deshalb gibt es die jetzt. Ja, danke. Sonst werden wir da alle sehr in Verzug. Ja, danke, liebe Anna. Gerne gemacht. Ich habe das, ich habe ja nichts Besseres zu tun am Freitagabend. Ne? Du hast dann irgendwie so ein Leben mehr gemacht. Ja. Ah, weil du es vorher eingeworfen hast, Safe Harbor, Nachfolgeabkommen. Ich habe heute beschlossen worden zwischen EU und USA. Den Namen habe ich vergessen. Im Prinzip ist es Safe Harbor 2, also es ist das von vorher, nur mit einem anderen Namen und einem neuen Logo. Also das, was der Max Schrems gekippt hat, sozusagen. Ja. Kommt jetzt in einer neuen Verpackung. Erst die Kommentare auch von Max Schrems ist, ja, da wird man wieder dagegen klagen müssen halt. Also sie lernen nicht. Er sitzt sportlich. Ich würde sagen, sie machen das Richtige, weil auf Dauer gesehen haben sie einen längeren Atem. Mhm. Weil die können beliebig oft das wieder in Kraft setzen. Irgendwann gibt dann Max Schrems auch. Und noch dazu, wenn sie jedes Mal ein schönes neues Logo haben, dann werden sie irgendwann einmal... Wie kommt man auf die Idee, dass man für so ein Abkommen ein Logo designt? Ich weiß nicht, irgendwo... Ja, Marketingagentur involviert, ne? Was ist das denn für ein Logo? Ein knuddeliges Eichhörnchen oder was? Meine Erinnerung ist, es ist ein Wappen, dass die linke Hälfte, die EU-Fahne die linke Hälfte ist und die rechte Hälfte ist von der amerikanischen Fahne die rechte Hälfte. Also, gut. Und gibt es schon eine konkrete Gegenbewegung oder was man tun könnte? Alles erst mal erklären, was die Fahne überhaupt besagt. Dazu sollte man eigentlich auf den Max Schrems-Talk am 32C3 verweisen. Schieb mal auf den Talk von Max Schrems. Der erklärt das sehr gut eigentlich. Aber ich sage auch, das wird jetzt nicht allzu lang halten, dieses Abkommen. Und damit. Was geht es inhaltlich? Es geht darum, dass Firmen nicht persönliche Daten ihrer Kunden auf amerikanischen Servern ablegen dürfen, sofern die nicht zusätzlichen weiteren Bedingungen gehorchen. Also sich nur in den USA zu befinden, reicht nicht aus. Mhm. Genau, das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist die Basis. Das ist die Basis. Das Neue aussieht, da gibt es dann auch so eine zusätzliche Person, an dem man sich wenden kann, im Beschwerdefall. Ja, ich wurde schon gesagt, das ist die neue Form des Salzamtes, an das man sich wenden kann. Mr. Def Null. Also es wird wieder lustig in der nächsten Zeit. Wir werden wieder Material für neue Vorträge kriegen von ihm und für neue Klagen. Und das wird in die nächste Runde gehen. Also schön nicht, aber gut. Ja. Wenn er dran bleibt, der Max. So ein Nebensatz von ihm war auch, es schaut jetzt so aus, als würden für viele Sachen scheinbar zurzeit nur die Überschriften da sein und die eigentlichen Texte dann drunter noch gar nicht. Die sind teilweise noch gar nicht veröffentlicht, aber Hauptsache das Logo haben wir. Das ist das erste gewesen, was veröffentlicht worden ist. Nein. Ja, soviel zu Safe Harbor. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Was haben wir? Wohnungssuche in Wien vielleicht? Genau, Wohnungssuche in Wien. Anna. Machen wir Wohnungssuche in Wien, das ist sicher noch weniger lustig als die Serien, oder? Wobei für mich ist es total lustig. Ja. Sprich. Ganz anders ist. Erzähl mal, in wie vielen Kontinenten und Ländern hast du schon Wohnungen gesucht? Ist das meins? Ja, ich habe gerne bestellt. Eigentlich bisher nur in Deutschland. Ich bin aber ziemlich viel umgezogen, nicht unbedingt zwischen verschiedenen Städten ja doch auch so ein bisschen. Ich bin so unruhiger Geist und muss immer wieder eigentlich irgendwo anders hin. In einigen deutschen Städten habe ich schon gewohnt und dann bin ich irgendwann für mehr als 12, hast aber noch 12, nie ins Lokalverbot 10, ausgefasst 12. oder so. Was? Das klingt jetzt so, als hat das einen Grund, dass du auf die Wohnung wechseln musst. Nee. Dass du laut Trompete üben Mitternacht oder so. Nee, gar nicht. Meine Vermieter, die haben mich immer ganz gern. Ach so. Die ist einfach langweilig. Das
Das hat sich oft so ergeben. Mhm. Einfach. So. Okay. Mal irgendwie woanders zum Studieren hin und dann wieder wieder einen Job dahin und dann. Okay. Und was für Städte? Kannst du so eine kleine die Highlights? Ja gut, ich komm aus einer niederbayerischen Stadt, Landshut, dann Nürnberg zum Studieren, dann nochmal nach Landshut, dann wieder nach München, dann war ich jetzt in Berlin eine Weile, genau. Und eigentlich war ich in München relativ lang, aber der Münchner Wohnungsmarkt ist dermaßen abenteuerlich, dass ich da von den 15 Jahren, die ich da gewohnt habe, die ersten 5 Jahre, glaube ich, auch in 5 verschiedene Wohnungen oder so. Also es ist so ein großes Abenteuer. München bis dann durch Glück. Und dann Berlin und jetzt Wien. Und dann Berlin, aber das war jetzt eben nur Untermiete. Mhm. Und jetzt Wien und meine Wohnung in München habe ich noch und behalte ich noch und habe jetzt untervermietet, solange ich nichts Festes in Wien habe. Weil also so eine Wohnung in München gibt man auch extrem ungern. Okay, auf. Auch interessant. Das ist ein Teil der Wohnungsmisere, die dadurch dann wieder entsteht, weil die Preise so hoch sind, gibt man es nicht auf und dadurch ist dann wieder der Markt nicht fein. Das ist so ein Teufelskreis. Naja, also solange ich nicht weiß, wo ich bleiben kann. Ja, ich muss auch nicht aufwachen, solltest du auch. Ist auch eine emotionale Sache, ne? Es dreht sich der Kreis dann. Es war kein Schuldvorwurf, sondern es war ein Erklärungsversuch für die Wohnungsproblematik in allen großen Teilen. Ach so. Ja, das war. Na, das glaube ich aber gar nicht, dass jetzt das so viel von dem. Meinst du, dass das. Ja, habt ihr auch dieses Genossenschaftswohnungswesen in München? Gibt es das auch? Ja, aber da habe ich keine Chance. Das ist dem Verein, wo ich da vorher erzählt habe, zu dem ich gearbeitet habe, die haben sogar für ihre Mitarbeiter Wartelisten gehabt. Also da hast du echt keine Chance. Ja, ich wohne in einer großen Genossenschaftswohnungsanlage in Wien, wo zu beobachten ist, dass sicher ein Drittel der Wohnungen leer steht. Okay. Weil jeder blöd wäre, wenn er die Wohnung zurückgeben würde, wenn er nie wieder so eine Wohnung kriegen würde. Weil es günstig ist, oder? Weil er am Anfang, wo er die Wohnung bekommen hat. Was ist das? Ja, ja. Okay. Am Anfang hat er die Bedingungen erfüllt oder sie die Bedingungen erfüllt und wenn man dann einmal ein bisschen was verdient, erfüllt man die Bedingungen nicht mehr und daher darf er aber weiterhin diese Wohnung behalten, sofern man drinnen wohnt. Und ist also wenn du Eigenbedarf hast sozusagen. Wenn du Eigenbedarf hast, dann drinnen gemeldet bist und du bist halt drinnen gemeldet. Und gehst einmal im Jahr nachschauen, ob das Wasser noch funktioniert und wohnst woanders. So. Und dadurch wird unglaublich viel Wohnraum vergeudet. Das ist aber nicht nur bei Genossenschaftswohnungen, sondern auch bei den alten Friedensdienstwohnungen, die einfach und auch bei 10 Jahre aufgehoben wird, falls das doch dann einmal doch studieren mag. Das ist jetzt was, was mich wieder völlig fasziniert, wie die stehen leer. Ja. Echt? Ja, du gibst deine billige Wohnung einfach, die du unter Marktpreis hast, gibst du nicht her, weil du könntest sie ja brauchen. Aber dass die leer steht, weil ich kenne es von den Genossenschaften in München, die schauen, die kümmern sich schon, dass da nichts leer steht. Weil das ist einfach. Dann die Spione, messen die den Wasserverbrauch. Wie tun die das kontrollieren? Weiß ich jetzt im Detail nicht, was sie alles machen, aber sie haben zum Beispiel ihre Hausmeister, die ja sowieso mitkriegen, ob jemand nicht da ist und die das dann die Bescheid sagen. Oder über, was weiß ich, über irgendwelche Stromkosten wahrscheinlich, vielleicht auch, aber vor allem über die Hausmeister oder so. Weil die haben halt Anfragen, die haben Wartelisten, die haben hunderte von Leuten, die da wohnen wollen und die schauen schon drauf, dass da nichts irgendwie plötzlich leer steht. Also so schlimm ist sie wie nett. Man kriegt relativ, also du könntest auch schon wieder 10 Jahre her, wo ich es damals wollte, aber man hat sich nicht die Straße aussuchen können oder so, aber man hat schon was gekriegt. Man hat die und die Größe und die Gegend, das ist gegangen, so ungefähr. Okay. Also wir haben uns damals, glaube ich, 3 Wohnungen angeschaut und das war dann die am besten gelegen ist, die wir dann schlussendlich genommen haben. Es ist auch nicht, also ich hätte natürlich am liebsten, je höher, desto weiter weg bist vom Verkehr, desto ruhiger. Ich bin aber nur im dritten Stock, das Haus hat 9 Stockwerke. Also okay. wenn du Konzessionen bereit bist zu machen, dann kriegst du schon was, das geht schon. Aber das würde natürlich sehr, sehr anders aussehen, wenn das eben wirklich hart kontrolliert würde. Es gibt auch keine harten Reglements. Also ich glaube, es heißt eben, du musst Wohnsitz dort haben, fix, und du musst Wohnungsbedarf haben und du musst dort wohnen. Aber was heißt das jetzt? Darf ich eine Woche im Ausland arbeiten? Darf ich einen Monat im Ausland arbeiten? Wann verliere ich das? Das ist alles so Ermessensspielraum. Ja gut, es gibt in Deutschland dann diese, weiß nicht, ob das in Österreich, also da gibt es ja das mit der Anmeldung vom Hauptwohnsitz, wo du deinen, die Definition ist, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast. Wobei das nicht halt zwingend heißt, dass du dich da die meiste Zeit aufhalten musst. Genau. Theoretisch solltest das sein, aber ich muss halt nicht. Aber wie gesagt, so
Also ich hab jetzt Untermieter drin, die sind Studenten, die kommen aus Uruguay und machen irgendwie Gastschule, also so ein Masterstudium in München. Und die sind jetzt total froh darum, dass sie gerade irgendwie was möbliert zur Untermiete haben. Weil, und das geht ja halt prinzipiell wieder nur in Eigentumswohnungen. Bei Genossenschaftswohnungen dürfen nicht untervermietet werden. Genau. Wobei das jetzt wieder so eine Geschichte ist, ich möchte die Wohnung auch dann tatsächlich, wenn ich irgendwas habe. Also ich habe mir jetzt entschieden, dass ich auf jeden Fall jetzt länger in Wien bleibe. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel länger ist, aber lang genug, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt eine Wohnung in München. Wenn ich jetzt wirklich wieder zurück will, dann muss ich mir halt irgendwo außerhalb von München was suchen. Weil in München ist es von den Preisen inzwischen. Ganz dumm gefragt, gibt es einen speziellen Grund, warum in München der Wohnungsmarkt so teuer ist? Einfach weil München so attraktiv ist, weil es dort Arbeit gibt und dann alle dort wohnen wollen? Oder haben die ein Gesetz, dass die Häuser nicht höher als 4 Stockwerke sein dürfen, was ja in Wien auch lange Zeit war? Nee, München ist von der Arbeit her attraktiv und von den Freizeitmöglichkeiten. Und München hat was, also schön zu wohnen, und man verdient. Immens dekadent ist, das hat Grünflächen direkt mitten in der Stadt. Das hast einfach hohe Lebensqualität. Weil es einfach keine Stadt, wo das so ist. Du kannst, die Isar kann im kompletten Stadtgebiet inzwischen wieder baden. Cool. Also das ist ein Badefluss in der Stadt. Die Ufer sind, die sind renaturiert. Ja, schön, also die haben sie die ganzen Beton-Dingens weggemacht. Ja. Und es sind Badestrände, da hast du den Sandstrand, dann hast du den Kieswiesen, dann hast du Spiel. Also das ist einfach absolut. Es gibt einfach was her zum Wohnen. Und da wollen halt alle hin und es gibt auch viele Arbeitsplätze und die sind gut bezahlte Arbeit. Und das bleibt halt ein Preis. Ja. Also es kommen mehr Leute sozusagen, wollen in München wohnen, als es Wohnungen gibt. Und deshalb werden irgendwo Wohnungen gebaut und werden sie gebaut werden. Sind schon weg. Der Städtezuzug ist in ganz Europa. Ja, es ist ja überhaupt das Phänomen der Verstädterung. Es war, glaube ich, erst vor ein paar Jahren, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Das war ja lange nicht der Fall. Ne? Ja, stimmt. Ja, und dann bin ich nach Wien gekommen und dann hatte ich heute Erlebnis und das würde ich gerne erzählen, weil das irgendwie total nett fand. Ich habe ganz in der Nähe hier, also wir sind ja im 7. Bezirk, der ja doch recht beliebt ist, und ganz in der Nähe habe ich gestern irgendwie einen Besichtigungstermin ausgemacht für den Wohnung mit dem Makler, weil mir gedacht hat, mei, das ist eine total super Lage und das ist jetzt ein Mietpreis, der ist okay. Und ich würde es einfach gerne mal sehen. Und er sagt mir am Telefon schon so, ja, so toll ist die Wohnung nicht. Und wenn man sowas in München hört, dann heißt es, dass die Wohnung nur ein Lockvogelangebot war und einem der Makler eigentlich was anderes aufdrücken möchte. So, und ich habe mir gedacht, das ist ja wie Makler ist jetzt tolle gleich. So, war dann aber ganz anders. Ich habe mir die Wohnung angeschaut, die ist dunkel, weil es erster Stock ist. Sie ist renovierungsbedürftig, aber das kann man ja machen. Und dann stand man da so drin und der Makler, Rumäne offensichtlich, und sagt, ja, das ist jetzt so, die Wohnung steht schon länger leer, weil sie hätten von ganz vielen Flüchtlingen Bewerbungen schon gehabt. Und die Hausgemeinschaft weigert sich einfach, dass sie da Flüchtlinge einziehen lassen. Und dann war so eine kurze Schweigesekunde und dann habe ich mir so gedacht und er sich wohl auch, dann steht halt die Wohnung vielleicht dort ein bisschen leer. Ne? Also das war so echt so, wenn man gedacht hat, in so einer Haus. Gemeinschaft. Das mit den Nachbarn möchte dann auch nichts tun. Ich möchte eigentlich nicht wohnen. Nee. Verständlich, ja. Genau. Ja, aber dann habe ich eben festgestellt, dass es hier irgendwie, also da, wenn man über Wohnungen redet, dann will einem nicht irgendjemand irgendwas ganz fürchterlich Grottiges, Schrottiges aufdrücken für völlig überteuerten Preis. Du meinst, die Qualität, so, die du hier kriegst, ist besser? Der Markt ist weniger schlimm. Die Wohnungen sind so, wie sie im Inserat beschrieben sind, zum Beispiel. mehr wirklichkeitstreu. Zum Beispiel. Ja. So, und wenn er halt sagt, ja, die ist dunkel und dann muss man renovieren und so, dann ist es halt einfach so. Und er sagt es halt dazu und sagt, nee, die ist total super und da muss man vielleicht ein bisschen Wand streichen oder so. Sondern, genau. Und dann habe ich ja noch was gelernt, das wusste ich ja auch so nicht, dass mit dieser Mindestmietdauer, die Geschichte, kenne ich gar nicht. Mindestmietdauer, nicht maximal, sondern Mindestmietdauer. Ich kenne auch eigentlich nur die Befristung. Befristung ist auf 3 Jahre, glaube ich, möglich und dann kannst du nochmal verlängern oder so irgendwas gibt. Aber vielleicht habe ich das jetzt auch falsch. Nee, ich habe das, also der hat mir das jetzt erklärt und zwar hat er gesagt, es gibt eine Befristung von Vermieterseite, die mir als Mieter quasi zusichert, dass ich mindestens so lange bleiben kann.
Ja, das sind die 3 Jahre. Und ja? Im Gegenzug dazu habe ich als Mieter aber dann frühestens nach einem Jahr die Möglichkeit zu kündigen. Ach so, ja. Und zwar, kann man sich genau. Schon ausmachen, ne? Dass du das nicht nach 2 Tagen wieder kündigst, ne? Genau. Ja. Und das sowas mit Mindestmieter und Befristung, das kenne ich, das kannte ich überhaupt nicht. Ich würde auf jeden Fall raten, schau ins aktuelle Mietrechtsgesetz, was ist auch immer die Frage, ist der Mieter aktuell, ist der Makler aktuell in seiner Meinung? Ich habe heute schon mal die Mieter, wie heißt der Mieterverbund? Mietervereinigung. Die Mietervereinigung habe ich halt schon mal geschaut, also die schreiben das auch. Mhm. Die sagen, genau. Und wo man auch ganz gute Broschüren rund um diese ganze Ecke kriegt, ist die Redaktion vom Konsument in der Marie-Hilfer-Straße. Das ist eigentlich der Verein für Konsumentenschutz. Okay. Und die haben eine ganze Menge so Broschüren und Bücher, unter anderem eine auch über das Mietrecht, die ich mir damals dann gekauft habe, so 100 Seiten, wo alles Wichtiges drinnen steht, was aktuell gerade gilt. Weil da gibt's, es ist oft einmal so, dass sie doch versuchen, einem so ein bisschen das Haxel zu hauen hinsichtlich, wie viel Kaution wird verlangt, unter welchen Bedingungen wird die Kaution zurückerstattet, was sind die Bedingungen, dass du wieder rauskommst. Du siehst mich gerade heftig nicken, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Was ist außerordentliches Kündigungsrecht? Weil das, was du gesagt hast, mit den Fristen gilt ja nur dann, wenn nicht einer von den beiden sich extrem daneben verhält. Nicht? Also wenn die irgendwie so kaputt ist, dass du nicht wohnen kannst, dann hast du doch wieder entweder Milderungsrecht oder Kündigungsrecht, da gibt es ja Unmengen zu reden. Da gibt es eben ganz gute Broschüren beim Konsument in der dann schaue ich da gleich mal vorbei. Genau, weil ich bin ja immer so learning by doing. Ne? Ich habe dann gesagt, ich suche jetzt mal eine Wohnung und ich werde dann schon rauskriegen, was da alles irgendwie zu machen ist. Und wenn du schon dort bist, im gleichen Haus ist der Stadtsaal, der fast täglich Kabarettveranstaltungen hat. Okay. Das ist der Innenhof oder Stadt, also wo außen am Haus groß Stadtsaal draufsteht, dort den Gang hinein. Und da ist dann auf der rechten Seite hinten der Konsument. Der hat in letzter Zeit viel Kabarettvorstellung, ne? Der Stadtsaal. Ja. Also immer schon. Sehr viel Kabarett. Immer schon, aber die letzten Jahre. Wobei ich das immer schon, so lange ist der noch nicht öffentlich. Nein, genau deswegen habe ich das abgeschnitten. Saal, immer schon. Der über zig Jahrzehnte nicht öffentlich zugänglich war, den man dann renoviert hat. Und jetzt ist es eben eine von den Locations, wo Kabarett stattfindet in Wien. Gut, dann schaue ich mir das heute an. Danke für den Tipp. Und noch eine Sache, da weiß ich den Link nicht mehr, aber googelst du sicher. Es gibt eine U-Bahn-Netzplan-Karte mit allen U-Bahn-Linien und Stationen, wo für jede Station der mittlere Mietpreis für eine gewisse Wohnungskategorie bei der Station ist. Das ist das eine Heatmap auf Wiener Weise. Ja, im Prinzip. Und damit kriegst du ein Gefühl, wie viel du in deiner Gegend zahlen solltest. Ja, nicht, wenn sie das in der U-Bahn auch ansagen. Sie haben jetzt die 50 Quadratmeter. Die gibt es schon für ganz viele Städte. Ja, da muss ich mal gucken. Ach, da habe ich ja gleich nochmal eine Frage. Und zwar dieses mit der Inklusivmiete. Das heißt bei euch auch was anderes wie bei den Mingerer, glaube ich, inklusiv. Inklusive heißt immer alles außer Heizkosten und Strom, oder? Na, Betriebskosten sind... Ich nehme jetzt an, dass inklusiv bezieht sich auf die Betriebskosten. Ja. Die Betriebskosten sind Müllabfuhr, Abwasser und so Zeug, und Reinigung des Stiegenhauses, was der Hausverwalter dir bei der Miete verlangt. Das muss extra ausgewiesen sein. Dann gäbe es theoretisch noch warm. Das gibt es aber eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das die Heizkosten. Das wäre mit Heizung und Warmwasser. Ah, das war das, was ich heute angeschaut habe. Das war komplett mit allem. Ja, genau. Das ist aber eigentlich recht unüblich. Das ist dann eher bei Untermieten. Das macht man hauptsächlich dann, wenn man keine getrennten Zähler hat für die einzelnen Wohneinheiten, weil es dann alle grotiert aufgeteilt wird und daher weiß man grob, was rauskommen wird. Ich bin immer sogar relativ sicher, jetzt wo du es gerade sagst, in dem Haus, das ich heute angeschaut habe, das ist aus den 60er, Mitte 60er Jahre irgendwie. Das mag so genau so sein, dass die einfach das nicht getrennt haben. Der Strom ist nämlich immer noch on top. Also Strom und Heizung ist eigentlich immer vom Mieter noch, weil das ja auch dein Privatvergnügen ist, wie sehr du selber da sparst. Aber das heißt, das finde ich nämlich, das ist ein bisschen schräg in Deutschland, wenn es heißt Warmmiete, heißt das nur Miete plus Betriebskosten und Heizung musst du aber trotzdem noch selber rechnen. Warm nicht, warm genau. Ja, warm genau. Und in Österreich heißt quasi warm auch das, was es ist, warm. Ja. Gut. Ja. Also in Deutschland heißt warm ohne Heizung. Ja. Und was ist dann kalt in Deutschland? Nur die reine, blanke Nettomiete. Ah, okay. Ohne Müllabfuhr, ohne Reinigung. So, ja. Aber um die kommst du nicht herum, die musst du sowieso immer zahlen. Ja, die musst du sowieso zahlen, ja, genau. Das ist aber in den Wohnungsinseraten, das ist auch sehr irreführend. Ah, das ist, damit sie in den Inseraten einen kleineren Preis haben. Ja, genau, das schaut nämlich dann noch weniger aus.
Bauernfilm rein. Ne? Genau. Ja, so suche ich dann so vor mich hin. Nicht wahr? Ich ärgere mich ja fürchterlich. Ich habe ja jetzt 4 Wochen in einer Wohnung gewohnt, in der ich gerne länger geblieben wäre. Und aufgrund eines Missverständnisses wurde die dann, oder ja, Kommunikationsunmöglichkeiten wurde die dann weitervermietet, aber nicht an mich. Und zwar war die im 15. Bezirk und die war ganz klein, nur 40 Quadratmeter und hatte aber einen Garten zum Hinterhof. Oh, schön, ja. Und seitdem bin ich halt irgendwie so, jetzt ist mir halt nichts mehr schön genug. Ja, mei, ja. Ja, genau, aber jetzt mei, ist so halt weiter. 15. kriegt man relativ schnell was, da habe ich auch gewohnt, weil das der Bezirk mit dem höchsten Ausländeranteil Österreichs ja. ist. Österreich sogar. Das wundert mich jetzt gar nicht. Aber ich habe in München, glaube ich, auch in einem Bezirk mit einem extrem hohen Aufwärts. Also ich bin das gewohnt, dass ich die Sprachen nicht verstehe. Ich habe dort in der Gegend Geschäfte gehabt, wo ich nicht einkaufen habe gehen können, weil ich mich nicht verständlich machen habe. Ja, ja, ich habe kein Deutsch gesprochen und auch kein Englisch. Wir haben aber trotzdem überlebt, was auch gut ist. Ja, aber es ist genug Community. Ja. Das war Sechshauserstraßen. Sechshauserstraßen, ziemlich weit draußen. Ah, okay. Gut, ich habe in so einer Querstraße von der Sechshauser gekommen. Ja, das war's. Somit. So wunderbar. Somit. Was haben wir denn noch? Wisst ihr, was ein Dirty Chai ist? Nein. Das ist ein Eintrag auf der geheimen Speisekarte von Starbucks. Man kann bei Starbucks nämlich nicht nur das bestellen, was oben an der Wand steht, sondern es gibt noch zusätzliche Sachen, die sich aus den Komponenten zusammenmischen lassen, die sie zu verkaufen. Okay. Und wo es eine inoffizielle Speisekarte gibt, das heißt, überall werden diese Termini verstanden. So auch ein Dirty Chai. Wird aber nicht beworben. Wird nicht explizit das beworben, muss man wissen. Insider sozusagen, du bist ein Insider, was das bestellst. Und ein Chai ist ja ein Tee, nicht? So, so ein tendenziell so ein scharfer Tee. Nicht? Ja, Tee mit Milch, glaube ich, und Gewürzen. Und Dirty ist er, wenn ein Espresso drin ist. Na, packen Sie sich in den Chai da noch ein Espresso rein. Das ist auch giftig. Ja, ist ja zu Recht eine Geheimkarte. Nein, das hat letztens auf Twitter bestellt. Also geschrieben, dass er das jetzt zum Frühstück hatte, einen Venti Dirty Chai. Und ich, was ist der Dirty Chai? Und dann kam ich auf diese Secret Menu of Starbucks. Und ja, dachte, das ist lustig. Wenn nur Kaffee nicht reicht. Aber ja, ja. Und da gibt es die wüstesten Mischungen. Ja, woher weißt jetzt du das, wenn es geheim ist? Von der Webseite, auf der The Secret Menu of Starbucks veröffentlicht worden ist. Das bleibt da gleich wieder eine Stimme. Auf hackthemenu.com. Hackthemenu. Ja. Schöner Leben. Ja, machen wir das doch. Was Schönes. Reden wir über Mozart in der Jungle, hast du? Reden wir über Mozart in der Jungle. Du hast sie dir auch reingeknallt in Gänze? Ich habe mir auch angeschaut, 2 Staffeln. 2? Gibt es mehr? Ich habe nur 2 gefunden. Auch schon gesehen. Okay, wir merken dann eben nicht. Er sagt ja, nur die Hälfte. Worum geht es ums New Yorker Orchester? Untertitel, sollte man dazu sagen, Sex, Drugs and Classical Music. Wirklich? Das ist der Untertitel dafür. Genau. Ja. Hauptdarsteller, also es dreht sich um den neuen Dirigenten des New Yorker Orchesters. Es gibt New Yorker Symphonieorchester. Genau, New Yorker Symphonieorchester. Es gibt auch einen alten Dirigenten, der dankt da ab in den ersten paar Episoden, ist so ein bisschen die Übergabe und dieser neue Dirigent, der von jedem Maestro genannt wird, was mich überhaupt sehr witzig in der Serie, dass er so ausgesprochen Gebrauch gemacht wird von dieser Anrede, ist der Rodrigo de Sousa, glaube ich, wird in der Serie genannt und ist ein mexikanischer junger Dirigent, der so einige Sachen anders macht als sein Vorgänger und es dreht sich dann um gewisse Personen, ich glaube um eine Cello-Spielerin und um so einen gewissen Personenkreis aus dem Orchester und um den, diesen Rodrigo de Sousa. Ja, und den Female Lead, diese Klarinettenspielerin. Ne? Genau, das ist zum Beispiel eine Person. Also es gibt jemanden, der anfangen möchte im Orchester, aber noch nicht so weit ist. Das schafft es dann irgendwie nicht. Das wird so in der ersten Episode erzählt. Und wird dann aber zur Assistentin von diesem Rodrigo de Sousa. Ja, und was kann man sagen, es ist einerseits halt so nette Liebesgeschichten und zum Teil Drogengeschichten oder Gewerkschaftsgeschichten von den Orchestertypen, wie du schon gesagt hast, werden halt einige herausgegriffen, die man dann ein bisschen besser kennenlernt. Genau. Und sonst, ja, halt so der Musikbetrieb,
Ja, und also mich immer wieder sehr schöne klassische. Ich habe vorher schon diese Ballettserie geschaut, über die ich nachher vielleicht noch erzählen werde. Und das war halt jetzt auch jetzt mal ein anderes Thema, so klassisches Orchester. Also wenn man sich die Musik dann herausgreift, ist natürlich dankbar, die hauen einen Hit nach dem anderen raus. Also alles, was man an klassischen Hauptthemen so kennt irgendwie. Natürlich auch ein Walzer zwischendurch, da finde ich viel, auch Österreich natürlich dann vertreten. Und ja, wie schon gesagt, das ist halt, ich finde, es hat so einen netten Plauderton. Das ist reine Unterhaltung. Es wird dich jetzt nicht irgendwie, bitte versucht, irgendwas von Musik so tiefer zu vermitteln, sondern es geht eigentlich so ums Leben und Reisen dieser handelnden Musiker. Ja, und es ist sicher die Serie mit der meisten klassischen Musik. Ja, ja, genau, richtig. Score daraus, in einer TV-Serie. Schöpfen sie aus dem Vollen natürlich, dass sie diesen Soundtrack irgendwie. Ich glaube, es bringt auch sicher sehr viele Leute, die jetzt nicht so auf klassische Musik in Berührung gekommen sind, einfach dazu zu erkennen, halt, auch was Schönes und so. Vielleicht, hoffentlich, ja. Also, es kann auf jeden Fall nicht schaden. Was mir ist ein bisschen. Man kann dieser Ding ist halt eine seichte Unterhaltungsserie, daran lässt sich irgendwie nichts rütteln, aber ich finde es den Ton, den sie anschlägt dabei, also zum Beispiel der Rodrigo de Souza und dieser andere, die haben durchaus, was gezeigt wird, so eine Liebe zur Musik und sie verlieren sich so manchmal. Und in diesen Dialogen hat er, finde ich, so, wenn es gut geht, so ein paar Qualitäten von einem Woody Allen-Film, der zwar auch Klischees aufgreift und diese Serie ja genauso, also dieser Rodrigo de Souza ist halt so typisch, ich weiß nicht, hat diese Künstlerzöpfchen und ist auch ein bisschen so sehr genau, ist ein bisschen Künstler. Ein bisschen sehr Künstler, ja. Genau, und sieht überall die Musik und dann hat er seinen mexikanischen Oberlehrer und den er auch Maestro nennt natürlich und so. Aber ihm gesagt, die Klischees, die gezeigt werden, werden in so einem netten Ton erzählt, dass das eigentlich das Ganze eigentlich ganz gut schaubar macht. Weiß ich aber nicht, ob es mir länger als zwei Staffeln jetzt für mich noch ausgibt. Da muss man sich das halt anschauen, ob so eine Serie dann auf einen Punkt kommt oder ob das ewig weiter plätschert und ob das dann für einen auch noch so weiter funktioniert. Ist übrigens nicht von keinem Unbekannten geschrieben und da wird sich da vielleicht auch produziert. Ich habe in den Inserts habe ich gesehen, dass der Jason Schwartzman mitproduziert zusammen mit dem Roman Coppola. Also der Jason Schwartzman ist ein Schauspieler, der spielt in sehr vielen Wes Anderson Filmen, da kann man ihn auf jeden Fall kennen, allzu vor dieses Rushmore beispielsweise. Und Wes Anderson hat ja auch so einen netten Erzählton und ich finde, man spürt das in dieser Serie so ein bisschen heraus. Und sind auch sympathisch eigentlich alle. Also jeder ist ein bisschen auf andere Art schrullig, jeder von diesen Musikern. Genau, es ist also eine Serie, die nicht bürotauglich kann sein. Leichtfüßig daher. Also diese Menschen, auch wenn sie jetzt nicht immer moralisch handeln, aber sie bemühen sich irgendwie doch, wird da so irgendwie eine positive Seite herausgestrichen von diesem Personenkreis. Also die sind durchaus dann auf ihre eigene Art durchaus warmherzige Charaktere. Und wie du auch sagst, das ist auch das schön Verbinde bei aller Konkurrenz, die es gegeneinander haben und Intrigen und Eifersüchteleien. Es ist dann halt so, dass also sie akzeptieren dann immer, wenn einer für die Musik lebt und liebt halt das dann. Genau, und dann machen sie Konzert sich dann wieder, beispielsweise. Ja, sie leben halt auch für ihre Kunst. In Martin, genau. Ja. Das, eben das Leben für die Kunst und das Musik so als zentraler, wichtiger Baustein, ich finde, das macht auch so einen Teil dieser Serie raus, die sich sympathisch rüberkommen lässt. Wie muss man sich das vorstellen? Spielen die dann tatsächlich Stücke? Also ist es dann so, dass dann Konzert ist und dann hörst du erstmal das Stück an und dann geht es wieder weiter in der Handlung? Das wird immer nur angespielt, also so genau. Ein paar Takte. Aber es ist schon so ein Gänsehauseffekt, also wenn es da alle aufspielen und so. Wird es richtig Lust, so, das hört die ganze Zeit. Wie gesagt, es geht nicht um die Musikvermittlung an sich, das wird schon gezeigt und das ist Teil des Soundtracks oder so. Das ist nicht so, dass dein gesamtes Stück in einem durchhört. Und extra wird auch ein Bonuspunkte, weil ein Podcaster kommt sehr prominent vor. Das ist der Jason Schwartzman. Das ist er eh. Ja, das ist er. Ah, okay. Höchstpersönlich. Ja, das wird auch thematisiert. Also es kommt dann im Personenkreis irgendwie auch noch ein Podcaster hinzu und interviewt einen. Jetzt habe ich gleich geschaut, was für ein Mikrofon er hat. Und ich habe dann auch gleich bekittelt, ich habe ja nicht zuschauen können beim Podcasten. Ja? Weil die sind so auf so einem Tisch wie wir, so einem ländlichen Tisch gesessen und der Podcaster hat das Mikro bei sich stehen gehabt. Ich wollte immer dieses Mikro nehmen. Das gibt es doch nicht, dass der das kann ich nicht zuschauen. Ja.
Schießen. Achso, du meinst, er hat einfach schlecht gepodcastet, weil er das erklärt hat. Ja, also der Interviewer hat ja kein Mikro jetzt angesteckt, sondern das ist eben beim Schießen-Sport. Ja, ja, das ist nicht sein. Aber ich das mal aufgefallen ist, aber das wusste ich. Es war für mich einer der ersten TV-Mainstream-Serien, wo wirklich Podcast prominent vorkommt und nicht als irgendeine Nebenbemerkung in einem Nebensatz. Wo man wirklich sieht, der ist ein Podcaster. Also wir sind. Also unser Hobby ist jetzt Mainstream. Ich habe jetzt gerade nicht andere Filme, wo das Podcasting oder so vorkommt, aber hält mir jetzt auch nicht spontan ein. Ja. Aber da ist es eben auch so nett, wenn sich nicht so draufsetzen, das kommt einfach halt vor, aber ja, wird jetzt nicht so super thematisiert. Ich habe jetzt vorher entweder am Anfang nicht Wort gepasst oder ihr habt es nicht gesagt. Wo habt ihr denn die Serie entdeckt? Auf Amazon Prime, kann also, ich sagen. Genau. Ich glaube über britischesitcoms.de, wo ich alle meine Junk-Empfehlungen kriege. Also ja. Junk im Sinne von TV. Das heißt, ja. Man muss dann einfach mal danach suchen, weil es klingt jetzt einfach so, als würde ich mir da gerne mal ein paar Folgen anschauen. Genau. Und es ist nicht so das Typische, dass nur zwei Teenies da endlich zueinander finden. Also es ist auch ein mehr Erwachsenes. Wobei solche Plots auch drin. Es steht schon auch drin, aber es ist auch über das Älterwerden, über dieses, bei diesen zwei Dirigenten halt auch sehr schön, dass der eine spürt, dass er zu alt ist und übrigens, halt rausgebissen wird. Ich habe gemerkt, dass ich ihn von wo kenne, aber ich habe nicht kapiert. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Ja. So ein weißhaariger. Das ist nämlich der Malcolm McDowell und den kennt man von. Hat an und für sich überall viel mitgespielt, aber wo man ihn am besten herkannte, er ist der junge Psychopath der Alex aus Clockwork Orange. Clockwork Orange? Deshalb! Ja, also allein das adelt es ja schon. Der spielt gut auch, der alte Regisseur. Also wie gesagt, schon Klischee, leichtfüßig und die ganzen Sachen, aber ich finde, wie ein warmherziger Erzählton und deswegen durchaus eine Unterhaltungseinheit wert. Ein totales Gegenprogramm, aber das bringe ich jetzt nur kurz, ist Flesh and Bone. Und eigentlich bin ich über Flesh and Bone auf die Mozart and the Jungle Serie gekommen, weil die beschäftigt sich mit einer anderen ernsthaften Kunstrichtung, nämlich mit dem Ballett Flesh and Bone. Mhm. Und handelt von einer Balletttänzerin mit sehr problematischem Hintergrund, die kommt aus einem kleinen Dorf, eine tragische Beziehung zu ihrem Bruder und ihrem kranken Vater und kommt eben nach New York und fängt dort in dem angesagtesten Superkunstballett an, das es überhaupt gibt. Ja? Und ich habe diese Serie angefangen zu schauen, weil 2010 hat der Aaron Aronofsky Black Swan gemacht. Das war im Kino, ne? Genau. Mit der Natalie. Das habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich kenne Ausschnitte und der ist toll. Muss ich, glaube ich, ziemlich unbedingt mal anschauen. Ja. Genau. Und das ist jetzt die Serie zum Thema, oder? Und wenn du mich fragst, ich habe es eigentlich daraus, was ich mir erwartet habe, dass sie so in die Richtung verläuft, weil ich mir die Kommentare durchgelesen habe. Und man muss sagen, ja, ich weiß nicht, was ist los mit dem Ballett, hat irgendwie nicht geschafft, sich ein positives Antlitz in der Öffentlichkeit zu verpassen, weil der Aaron Aronofsky-Film war schon sehr dunkel und diese Serie toppt es nicht, aber kommt auch halt, also all diese Balletttänzerinnen sind sehr gemein zueinander, der Leiter des Balletts höchst problematisch, hat Issues, macht die Leute auch fertig, liebend gern und ich habe jetzt dann im Nachhinein gelesen, dass diese Serie, ich habe mir gedacht, da geht es um, die wollen auch ein Stück erarbeiten, aber vor lauter Intrigieren und Gemeinsamkeiten. Das fand ich ein bisschen schade, habe aber im Nachhinein gelesen, es war eigentlich als große Serie geplant, aber nach den ersten 8 Episoden hat man gesagt, das erste Serie ist. Und sie ist abgeschlossen, man kann sich diese 8 Episoden anschauen und am Ende ist auch ein Ende. Ja. Mhm. Aber man merkt, dass das Pacing dieser Serie irgendwie dann ab der Mitte irgendwie komisch wird. Also das ist die Entwicklung, der Plot, wie sich's entwickelt, da werden halt Sachen dann wieder schnell aufgelöst und so. Okay. Aber abgesehen davon hat man halt wirklich, also die ganze Ästhetik der Serie schreit schon nach Black Swan, weil es sind sehr kalte Farben und es geht immer sehr um dieses körperliche, knochige, da ist wirklich so diese Balletttänzerinnen, Tänzer. Ich komme jetzt nicht wie bei Mozart in the Jungle, so Aufführungsmomente, so, wo man sagt, boah, ist das schön, ist da, also so diese. Schwierig. Nein, also so, dass mir jetzt auch zwischendurch eine Freude am Tanz irgendwie vermittelt wird oder so. Ich meine, einerseits tue ich mir mit Ballett generell schwer, so ist mein schwaches kultureller Fuß irgendwie, auf den ich mich erwischen kann. Andererseits ist die Serie auch nicht darauf ausgelegt, glaube ich. Kommen schon Tanzszenen vor, sind sicherlich für Connoisseure auch wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, nicht so schlecht anzuschauen.
aber so, dass ich jetzt mir wegen den Tanzszenen das irgendwie angeschaut habe. Es ist halt wirklich, man muss sagen, düster und das Düstere auf Serienformat. Wie gesagt, wäre es wirklich eine Miniserie gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht geworden. So war es mir dann ein bisschen zu viel Tragik in wenigen Episoden. Es ist ja nicht nur das Ballett, es wird ja dann auch so dramatisiert. Also sie beginnt dann auch, dann möchte sie nach der Arbeit, um sich zusätzliches Geld zu verdienen, beginnt sie doch in einem Striptease-Club zu tanzen. Und dann geben sich noch, da ist da solche Klischees, und dafür nicht, geben die Klischees aber nicht gut aus. Dann ist der russische Nachtclubbesitzer aber der größte Ballettfan und zahlt dann ganz viel im Orchester. Also das sind so Sachen. Das tut weh. Ja, das tut weh. Das sind so billige Plotlines. Hätte es wahrscheinlich gar nicht nötig gemacht. Die will die Teilweise der Story wirklich menschlich und auch, wenn auch traurig, düster, aber gut erzählt sind. Aber dann machen sie eben wieder solche billigen Moves. Wie gesagt, durchmischt. Also von den zwei Serien, die du jetzt erwähnt hast, ist Mozart in der Jungle die zugänglichere, erfreulichere. Ja, auf jeden Fall. Also die läuft auf jeden Fall runter als das Flaschenbrunnen, aber Flaschenbrunnen ist eh schon vorbei. So, okay. Was ich ganz interessant finde, ich habe auf Twitter eine Followerin, der folge ich auch, die war Balletttänzerin. Ah, interessant. Und die hat vor 15 Jahren oder so aufgegeben, also ich weiß es nicht genau, wie alt die ist, also du kannst es schlecht einschätzen, aber ich würde mal sagen, irgendwie zwischen 40 und 45 oder so. Und die schreibt, wenn sie schreibt, schon drüber, also die tanzt nach wie vor mit Leidenschaft, also sie sagt, das ist ein dermaßen hartes Pflaster und Mobbing und ganz übel. Und es gibt ganz viel Magersuchtsproblematik im Ballett. Und es scheint dann, was du erzählt hast, scheint nicht ganz abwegig zu sein, aber diese Plot dann wird alles gut oder so. Das glaube ich jetzt eigentlich. Das ist, also davon hat sie noch nie was geschrieben. Sie hat dann aufgehört, weil sie gesagt hat, nee, also das tut sie sich nicht mehr an. Also das ist so, ist wahrscheinlich dann realistischer. Ja, also nein, sie haben einen Dreh. Also man kann schon mal so viel vorwegnehmen, so wirklich gut wird es eh nicht, aber sie haben halt versucht, noch zu viel Drama reinzubringen, noch einmal reinzubringen, was es nicht gut gehabt hätte. Einen Tanzfilm übrigens, den ich mal anschauen möchte, den ich noch vielleicht erwähnen könnte, nur um mich selber daran zu erinnern, dass ich ihn mal anschauen möchte, ist von Wim Wenders, Pina. Der war der Wim Wenders, deutsch-amerikanischer Filmemacher, hat beim Jim Jarmusch gelernt und der hat eine Dokumentation über eine Freundin für ihn gemacht, Pina. Pina Bausch? Ich glaube, das ist... Choreografin? Ja, Pina Bausch. Pina Bausch, ja. Und hat eine Dokumentation, wo sie auch ihren Tanz lang aufgenommen hat. Eine der wenigen Dokumentationen, ebenso wie die Jana Herzog-Dokumentation, in 3D aufgenommen. Und das ist wieder so einer der Filme, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der 3D-Effekt, wenn er nämlich auch aktiv und willentlich eingesetzt wird, ganz gut kommen könnte. Also Pina, ich werde es mir anschauen. Ich habe eine sehr lange Serie, über die ich viel erzählen wollen. Habt ihr vielleicht dazwischen was? Sonst werfe ich noch was ein zum Ballett-Thema. Ein Arbeitskollege von mir war Balletttänzer. Aber nicht, weil ich im Ballett tanzt habe, sondern der hat auch EDV-Kurse gemacht, Erwachsenenbildung. Der war halt Balletttänzer und nebenher hat er EDV unterrichtet. Okay. Und da haben wir halt über Ballett gesprochen mehrmals. Und der hat mir... Zwei die Sachen. Bilder krieg ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe Ballett. Und er hat mir zwei Sachen erzählt, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine, dass eigentlich die Tragik ist, glaube ich, aller Balletttänzer. Du musst, also wenn du das betreibst, musst du extrem hart trainieren. Also du machst das entweder mit Leidenschaft und total oder gar nicht. Du kannst nicht lassen, wie Violine, du kannst nicht ein bisschen. Ballett, das geht nicht. Ne? Und er ist da jedenfalls. Wenn man es zumindest wahrscheinlich beruflich ausüben möchte. Ja, auch sowieso. Also so wie, es geht ein bisschen in Richtung, entweder du liebst diese Kunst sehr, dann kannst du es irgendwie betreiben oder. So wie Schicht. Kannst ihm, das kannst du auch nicht ein bisschen. Ne? Und er hat mal, ich habe ihn gefragt, ja, und wie ist das? Haben dich deine Eltern da so reingedrückt? Und er hat gesagt, nein. Also er hat als Kind irgendwie eine Ballettaufführung gesehen und dann wirklich seinen Eltern gesagt, als kleines Kind, ja, das will er mal machen. Und wusch. Wow. Und hat da halt so sein Leben hingegeben. Und er sagt halt, erstens hast du eine Verletzungsgefahr, was enorm ist, weil das ja dann auch deine berufliche Karriere zerstört, für möglicherweise immer. Und das Zweite ist, du musst halt extrem viel Zeit reinstecken, dass du dann gut wirst. Es ist ein extremer Konkurrenzkampf, also auch unter den Männern, weil es halt mehr Leute gibt, die das tun wollen, als der Markt jetzt hergibt an bezahlten Ballett.
Positionen, was ja eh alle Künstler irgendwie haben, das Problem. Ne? Und das Schlimme ist, weil als Musiker, das kommt ja auch bei Mozart in the Jungle ein bisschen raus, das sind auch durchaus ältere Leute, die da sind. Als Musiker hast du, wenn du dein Leben lang übst, ja eine gewisse Chance, dass du besser wirst und dann auch finanziell halt davon leben kannst. Und als Ballettschancer schneidet sich diese Kurve, dass du besser wirst, wie beim Sportler im Leistungssport. Das heißt, du bist dann auch, er hat gesagt, mit 30 bist du schon extrem alt für Ballett. Mhm. Aber wirklich schon extrem alt. Das heißt, wie beim Fußball, du hast wirklich nur ein sehr kleines Fenster deiner Lebenszeit, wo du das machen kannst. Und da hast du noch die Verletzungsgefahr. Und da ist natürlich genau das Zeitalter, wo du dich anders skillen solltest, wenn du für die Zeit danach planst. Mhm. Und das ist dann natürlich noch schwerer, das jetzt wieder parallel zu einem Studium zu betreiben und so. Also er hat gemeint, das ist extrem halt auch finanziell nicht sehr lustig. Mhm. Und wenn du das machst, opferst halt sehr viel, also steckst da viel rein. Das Pflaster, ja, also ich war dann sehr froh, dass ich untalentiert war und mich da unbegeistert und habe gedacht, zum Glück interessiere ich mich nur für Computer. Und das andere Luxusproblem, dass es beziehungsmäßig nicht leicht ist, weil seine Freundin ständig eifersüchtig ist, dass er da sehr schöne Ballerinas herumwirbelt. Mhm. Und er sagt dann der Freundin, ja, das ist mein Arbeitswerkzeug, ich kann nicht Geld verdienen, indem ich allein tanze. Ich muss mit Partnerin tanzen und so. Ne? Das muss halt dann auch eine Partnerin haben und zu Hause eine Beziehung, wo das okay ist. Es heißt eigentlich immer, dass unter Tänzern nur Beziehungen zwischen Tänzern funktionieren, weil andere verstehen das nicht auf Dauer. Aber das ja, aber scheint das nicht zwingend immer so zu sein, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie stabil seine Beziehung geblieben ist. Er hat nur gemeint, das ist halt ein Problem, was du dauernd herumschleppst. Okay. Ne? Und wenn, was du jetzt sagst mit Beziehung zwischen Tänzern, das wird, so viel habe ich von ihm mitgekriegt, das wird dann ökonomisch nicht unbedingt einen Sinn machen, wenn deine Partnerin dann auch genau dieselben Probleme hat wie du, nur ein sehr kurzes Zeitfenster, wo du aktiv bist, kann gescheit einen anderen Job. Ja. Das heißt, du sitzt dann beide mit 35 da, hast vielleicht Kinder, kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben und kannst vielleicht eine Ballettschule gründen. Aber das so genau, ich war in einer Ballettschule und genauso war es mit meinen Lehrern. Genau. Die haben halt dann, ich weiß nicht, wie alt sie waren, ja, 30, die waren ja so um den Dreh rum, haben sie halt dann Ballettschule gegründet. Ja, ich meine, als Junger machst du nicht so viel Gedanken, aber an sich möchtest du ja irgendwie mit 20 was lernen, was du auch mit 40 noch ausüben kannst. Ne? Da wird es ökonomisch dann schon sehr stark Sinn machen, dass du wenigstens deine Partnerin nicht von derselben Branche holst. Ja, wie gesagt, halt ein hartes Pflaster. Stefan, schon dann kaputt, oder? Nein, ich habe mir müssen so Sachen dann. Du denkst doch immer, dass ich im Tütü habe. Horst unter Anführungszeichen nur Rehe. Jens. Ja, weil ich gesagt habe, ein Arbeitskollege von mir, der Ballettdänzer ist. Ja, aber hier kommt jetzt der Stefan auf Tütü. Das sind die Bilder, die du nicht aus dem Hirn kriegst. Ich glaube, das ist hauptsächlich wegen Otto Schenk. Kennst du diese Aufnahme vom Otto Schenk im Schwanensee? Wenn nicht, das ist ein Klassiker. Wenn ich sehe, dann wahrscheinlich schon. Ja, aber ist, zum Schreien. Früher wurde ich so oft gefischt. Ja. So ein Sketch, wo eben der Otto Schenk tanzt. Ja, du wolltest noch über eine Serie erzählen. Ich hätte eine lange Serie. Keine Meldung hat. Bist du ausgequasselt? Ja, mach deine Serie. Okay, Serie namens Louis, L-O-U-I. Von Schauspieler Louis C.K. und der ist ein New Yorker Stand-Up-Comedian, ich hoffe, ich sage das richtig. Also diese amerikanische Kunstform, wo in einem Keller relativ kurzen Auftritt hat und halt Kabarett macht und dann kommt der Nächste. Wurde ja auch oft thematisiert, wie zum Beispiel in Seinfeld, wo man auf den Herrn Seinfeld sieht, vor der Mauer stehen und Mikro scherzen. Und das, ja. Und halt das eigentlich über sein Leben, und wenn man auf Wikipedia ein bisschen schaut, ist das sehr interessant. Also er hat da sehr viel künstlerische Freiheiten gehabt bei dieser TV-Serie, hat also eigentlich sehr autobiografisch sein Leben verfilmt oder eine Kunstfigur, die seinem echten Leben sehr ähnlich ist. Also sehr viele autobiografische Elemente sind drinnen. Mhm. Und er hat eine Serie erschaffen, die ganz viele Sachen nicht macht, wo du sonst glaubst, das ist ein Gesetz einer Serie, zum Beispiel, dass er durchgehende Handlung gibt oder dass, wenn es eine Rückblende gibt, dass der Schauspieler dem irgendwie ähnlich sieht. Okay, also und so, er bricht absichtlich mit bricht einige Sachen die Erwartungen des Zuschauers. Ja, zum Teil hat es, glaube ich, auch einfach nur budgetäre Gründe, dass halt nicht genug Geld war, um das so zu machen, und dann haben sie es halt anders gemacht. Ne? Okay. Und auch gewisse Sachen, die sonst, also dass er zeitliche, stringente Abhandlung, also dass nicht der Zeitsprung einmal vor und dann wieder zurück und
Sachen, die sind in einer Serie halt, was den normalen TV-Serien-Zuschauer zumutet. Das hat er alles gebrochen, er macht da wirklich sein Ding. Und das hat er geschafft, also auf Wikipedia einfach nachlesen, weil er halt extra sehr wenig Gage akzeptiert hat, dafür, dass er sehr viele künstlerische Freiheiten hat. Und das hat er dann auch beinhart durchgezogen. Ich finde, dadurch wird es sehr sehenswert, also weil es nicht so das übliche Serienbrei ist, wo es schon am Anfang, wenn du das erste Auftritt von, was weiß ich, von Female Lead hast, denkst, okay, die kommen jetzt circa in Episode 3 zusammen und dann trennen sie sich wieder, damit sie beim Finale endgültig zusammen sind. Also, beide Geschichten. Ja, also da geht er andere Wege. Und das andere, was mir sehr gefallen hat, aber das hängt vielleicht von mir persönlich ab, ich bin jetzt Mitte 40 und das ist halt über so einen Mann, der übergewichtig ist, ja, einen Beruf hat, den er sehr liebt, aber wo nicht viel Geld reinkommt, mit allen Problemen. Dann hat er noch zwei Kinder und geschiedene Ex-Frauen und so, wo halt sich gewisse Spannungen ergeben. Und ja, und es geht sozusagen um die Probleme, die du als Erwachsener hast. Mhm. Also nicht ein Teenie-Problemchen-Film, sondern eher Erwachsener-Probleme. Die Steigerung ist, dass er trotz seinem verkorksten Berufs- und Eheleben, also halt ständig versucht, neue Frauen anzuquatschen oder auch halt eine Beziehung anzufangen, wo sich halt auch sehr viel Komik ergibt, weil er halt A ist er nicht wirklich hübsch, ne? Und B, und das tut halt so zum Teil richtig weh beim Zuschauen, er stellt sich auch nicht geschickt an. Also das ist so ein bisschen fremdschämend. Ja, es ist halt eine eigene Komik, okay. Aber macht's gut. Und sehr viel sind dann einfach seine Stand-up-Comedium-Auftritte drin, also wo er dann zum Teil das verarbeitet, was er da gerade erlebt hat oder irgendwie eine passende Witze macht zu dieser Situation, zum Teil auch ganz anders, aber man kriegt dadurch auch sehr viel einfach von seiner echten Arbeit mit. Und auch sehr schön zum Schauen, es sind seine Freundeskreise natürlich auch eher Comedians. Das heißt, es sind sehr oft Gastauftritte von anderen Comedians drin, die man jetzt wieder kennt, zum Beispiel Sarah Silverman. Ah ja. Und hat dann, oder Ami Pöhler spielt auch einmal und so. Ja, und gibt halt immer wiederkehrende Figuren, sein Bruder zum Beispiel oder gewisse Freunde von ihm. Es ist so ein Problem eines geschiedenen 40-something mit halt Gewichtsprobleme, Beziehungsprobleme, Ex-Frau-Probleme mit seinen Kindern, die hat er natürlich auch, die typischen Erziehungsprobleme halt, die du hast und so. Und ja, er hat als Steigerung hat er noch Shared Custody, also er hat die Kinder immer 3 Tage die Woche oder 2 Tage die Woche und dann versucht er da halt auch alles korrekt zu machen. Und wie viele Staffeln oder wie viel hast du schon geschaut? Es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 5 Seasons und jede hat so 5 bis 10 Episoden. Ja. So, ja. Man schaut es ganz gut und ich habe wirklich jede gern gesehen, also nicht vorgeskippt und so, und es sind immer die Teile, wo man sozusagen ihn auf der Bühne sieht, wie er halt seine, er hat einen eigenen Humor. Es ist jetzt nicht so, dass er Witze reißt, sondern eher tragikomische Sachen erzählt halt aus der Schimpf. Das ist ein bisschen eigen, ne? Und dann, was halt sehr viel lustiger ist, seine Lebenssituationen, wobei die halt zum Teil sind es Rückblenden wie an seine Kindheit oder an seine erste Ehe, zum Teil sind es einfach nur Albträume visualisiert, wo er halt einfach Albträume hat, die dann sehr grafisch halt auch gemacht werden. Ja, also einmal, er hat Albträume, das wird so dargestellt, dass er schläft ein und dann siehst du eine Szene, wo er mit einem Arzt über seine Albträume redet und er hat immer so einen Albtraum, das ist ein seltsam kostümierter, nackter Mann, der ihn immer von hinten anspringt und in den Hals beißt. Also das ist ein bisschen auf Horror, aber auch ein bisschen lächerlich. Und natürlich sitzt er beim Doktor und erzählt ihm das und der Doktor schaut dann so und sagt, ja, Entschuldigung, und aus seinem Kastel hupft dieser Albtraummann und tut ihm beim Doktor anfallen. Okay. Also das ist so ein bisschen strange alles, ne? Und um nur die Episode zu erzählen, weil das einfach für mich recht nett war, die fängt damit an, dass er bei irgendeiner Kollegin oder Freundin ist, die halt auch mit ihrem Leben nicht zurechtkommt, und die bittet ihn dann nur, dass er das Aquarium hilft zu verschieben. Und er hat halt gerade so viel Eigenstress und Probleme, dass er sich das nicht antut und sagt, na, und drückt sich da. Dann entwickelt er diese Albträume und schafft das halt auch nicht, die zu kurieren, also auch mit Arzt und so. Und die Lösung ist, dass er hier dann beim Aquarium hilft und die sind weg. Also die Serie endet dann damit, dass er friedlich schlafen kann wieder. Aber es sind halt sehr lustige Sachen. Und natürlich die anderen Komiker machen sich ständig über ihn lustig, die Kinder verarschen ihn zum Teil. Und er läuft in extrem absurde Alltagssituationen auch rein, halt in New York. Also in so. Also es ist eine Serie, wo er als so Truppenunterhalter im Irakkrieg fliegt. Das recht mit viel Geld gemacht, da fliegt ein Hubschrauber herum und in Afghanistan, glaube ich, ist er da und wirklich bei der Front, aber andere Szenen, wo er nur versucht, in New York was essen zu gehen und eigentlich eine viel bedrohlichere Situation
erlebt, wobei man jetzt gar nicht sagen kann, dass konkret was passiert, aber man spürt die Bedrohung, einfach unangenehme Leute und Großstadt. Ja. Also mich hat sehr, ich habe sehr echt gefunden. Sehr, ja, Louis heißt die Serie. Ja. Kann es nur sehr, sehr empfehlen. Also ich finde es war auch gute Unterhaltung, weil sehr viele ernste Themen abgehandelt wurden. Es klingt so, als wäre es nicht blockierend. Wobei auch es ist genug drin zum Lachen oder Fremdschämen. Also. Ja, genau. Sehr gut. Louis, und also natürlich auch schön, man kriegt dann Lust, die ganzen YouTube-Videos von ihm anschauen, und halt gibt es ja ziemlich viel von ihm Material und da halt seine Auftritte. Mhm. Gut. Hat jemand noch irgendwas? Duschbecken nicht meint? Ich frage mal in die Runde. Duschbecken noch, genau. Ich lese da noch drüber, ist das was eigentlich was Hinfälliges? Podcasting Marketing in Deutschland 4000 Hertz. Oh ja, das habe ich irgendwann hingeschrieben. Das habe ich ja auch schon jetzt gehört. Das war nur so eine Meldung, dass da jetzt irgendjemand, ich glaube, es ging so um eine Art Verlag für Podcasts, die qualitative Podcasts und das Volk bringen wollen. Ich habe es anders verstanden. Ja. Das sind, da gibt's, ich habe ja nur erst irgendwie, also das war letzte Woche irgendwann, glaube ich, oder vorletzte Woche, flog das über Twitter irgendwie so ein neues Format vom ich weiß nicht, Seemag. Der Seemag ist dabei, Nikolaus Seemag. Ah, Nikolaus Seemag. Der Müller, Entschuldigung, ich kenne ihn bloß, ich weiß, Christian Müller. Okay. Der macht Radio normalerweise. Ah. Und der mit dem Systemfehler-Podcast. Wie heißt jetzt der? Systemfehler. Da gibt es nur eine Folge bis jetzt. Auch ein Radiomensch. Okay. Genau. Die machen ein. Einen Podcast stimmt nicht. Wie einen Online, wie einen Radiosender, aber halt über das Medium Podcast publiziert. Im Untertitel heißt es neues Label für Podcasts startet. Ja, das mit dem Label, genau. Und ich habe das auf Twitter gelesen und dann hat irgendwie jemand geschrieben, irgendwie so, ich bin schon gespannt auf die Flamewars und ich so schreibe nur so zurück, wieso jetzt Flamewars hier irgendwie, die machen doch Radio im Internet, und dann braucht man das ja was anderes als Podcast und irgendwie zwei Stunden später brach die Flamewars los. Wie will man das? Was ist das denn? Warum denn? Und professionell aufziehen und will man sich das bezahlen lassen und Zeug und ja, genau. Es geht so hoch einher, ja. Ich habe es in manchen Podcasts auch so grummeln gehört jetzt schon. Ich bin momentan auf dem Hörbuchtrip. Ich höre so wenig Podcasts, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist ein Twitter war es auf jeden Fall auch zu spielen. Okay. Ist das dann der Neid oder die Angst, dass es die Radioleute zum Podcast drüber schwappen? Ach, es ist halt so. Wodurch kommt das? Zumindest der Seemag, der ist ja ein beliebter Podcaster, der macht ja die Mikrodilettanten. Und woraus kam dann der Flame war? Hast du das verstanden inhaltlich? Wieso? Ja, weil die sich, weil es deren erklärtes Ziel ist, dass die das professionell aufziehen. Das heißt, unser Hobby wird jetzt kommerzialisiert. Und Podcasten und Geld, das ist ja also im deutschsprachigen Raum so fürchterlich verpönt. Okay, dann. Das ist ein schwieriges Thema, ja. Und die machen das, also die, ich habe das jetzt noch nicht so richtig nachvollzogen. Ich habe auch dann nicht nachgefragt, also, aber ich glaube, dass die sogar also zumindest hat die BLM, die Bayerische Landesmedienanstalt, nee, die heißt auch der, genau, die hat das auch getwittert, also haben die wohl irgendwie auch einen großen Fördersponsor, was auch immer, also so, die ziehen das so richtig groß auf. Eigentlich, wie es eigentlich die kleinen freien Radios machen, die aber über OKW senden, ich weiß nicht, ob die freien Radios in Österreich so ein Begriff sind. Aber nicht so viele. Ne? Das sind unabhängige Radios, die aber dann doch irgendwelche Förderungen kriegen, auf irgendeine Weise, je nach Bundesland ist es unterschiedlich. Ja, genau, Radio Orange zum Beispiel. Genau. Und ich habe eher den Eindruck, dass sie das so aufziehen und dass sie aber den vernünftigeren, weil inzwischen beliebteren Publikationsweg wählen, und zwar Podcast und Internet und Feed und sich das mit dem UKW vielleicht im Moment einfach sparen oder vielleicht, also das ist... Also prinzipiell ist das ein kommerzielles. Wenn der Nikolaus Seemag, also ich zumindest mal spannend tun sie, sollen sie ja, die anderen zwei sind auch gut, also die sind jetzt... klar, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das anhören würde, weil wenn sie das so radiomäßig machen, na gut, ich habe selber früher Radio gemacht, aber wenn man Radio macht, hört man normalerweise einfach kein Radio, weil dann macht man den ganzen Tag Radio und dann hat man in der Freizeit keine Lust mehr, Radio zu hören. Also, und ich bin immer noch so auf diesem Ding, ach Radio, das würde ich schon wieder machen, aber
anhören muss, wenn man es jetzt nicht. Ich habe es jetzt recht interessant gefunden, ich habe jetzt reingehört in das Chaos Radio. Das ja. ist eigentlich der Podcast von CCC in Berlin. Mhm. Und der hat die Folge kommt einmal im Monat raus und alternierend, alle zwei Monate ist es einmal in CCC, in der C-Base, in ihren Räumlichkeiten aufgenommen. Ich glaube auch vor Publikum. Und das jeden anderen Monat ist es einmal bei Radio Fritz im Studio aufgenommen. Und das finde ich interessant, was dann daraus wird in gewissem Sinne. Also sie wollen schon ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen nerdiger Podcast sein, aber es gibt dann einen Moderator und der Moderator bricht jedes Thema auf ein derart simples Niveau herunter, dass eigentlich jede Freude am Zuhören im Keim erstickt wird. Okay, aber dazu muss man sagen, dass die... Ja, aber das, ja. Gibt, ja, aber das ist doch furchtbar. Nein, das ist ja auch ist ja eine ganz andere Mund. Ja, genau. Bei Radio Fritz-Folge beispielsweise ist doch so, dass Leute anrufen, oder? Ja, ist auch erlaubt in manchen Folgen. Eben, genau. Und ich glaube genau aus dem Grund, sie spricht einfach ein Nicht-Techniker-Publikum an, Gag, um sowas zu verhandeln. Der Gag in den Folgen, in denen ich es bisher gehört war, dass dann auch immer der Moderator auf den Anrufer eingewirkt hat, er möge doch nicht so technisch reden. Ah, okay. Also, das Buch, selbst das Feedback, alle auf das anruft und ja, alle werden runtergedrückt. Ja. Und dann denke ich mir, das machen sie offensichtlich ja mit allen Themen. Warum geben sie uns nicht alle Themen im richtigen Niveau? Naja, es gibt ja für diese Leute, früher hat das geheißen Chaos Radios Express. Ja, ja. Also da hättest du dann halt genau diese Tiefe und das ist so ein sinnvoller Zusatz. Und ich würde mir es auch einreden lassen auf einem, wie heißt das in Deutschland, öffentlich-rechtlichen, aber Fritz ist ja eh Privatradio, das ist ja öffentlich-rechtlich. Fritz ist öffentlich-rechtlich. Okay. Das ist der Jugend. Jetzt macht die Stimme nicht, jetzt die Jugendwelle vom Öffentlich-Rechtlichen. Von Berlin-Brandenburg. Ja, okay. Wobei ich öffentlich-rechtlich oder nicht jetzt halt vermute, dass ein Argument die Werbekunden sein werden. Weil ein Nischenpublikum, das jetzt nur die Stephans bespielt, wird halt nicht die Werbemasse haben. Ich würde sagen, Masse. Ich glaube, das Publikum, die Stephans sind einfach nicht deren Publikum. Ja. Ja. Die müssen sie ja halt fürs Publikum machen. Beim Werbepublikum, das selbstlich anwenden, zwei Stunden gibt es keine Werbung. Also wenn, dann haben sie es davor und dahinter. Maybe, die haben Na, wenn du jetzt als Sender für den typischen Coca-Cola-Trinker oder was auch immer die als Werbekunden im Blick haben, ja, ich glaub, trotzdem, unmöglich wirst, weil du eine zu nerdige Sendung hast. Ich glaube, dass sie wirklich das Publikum gewaltig unterschätzen. Das gesamte Publikum unterschätzt. Aber die werden ja irgendwie wenigstens so annähernd Zuhörerzahl haben. Die werden ja merken, wenn die Leute wegschalten. Ich habe es früher gehört und habe es in letzter Zeit nicht mehr gehört. Ich weiß es nicht, wie viel Online-Hörer sind. Aber es ist schwer auszuhalten. Naja, wie gesagt, ich habe es ja auch aufgehört zu hören. Ja. Aber die Folgen, wo ich es dann rausnehmen konnte, wie zum Beispiel, wo haben sie das, wie das aktuell war, wie man wie diese Chips in die Pässe gekommen sind beispielsweise, was die Leute unternommen haben, um nicht da registriert zu werden und was die Annahmen ist. Also es war insofern gut, wenn man mitbekommen hat, dass Leute nicht total in diesem Technikquatsch drinnen stecken, wie sie gewisse Sachverhalte sehen oder was für Theorien oder Auffassungen es gibt. Und da gebe ich dir recht, natürlich. Da kommen dann auch teilweise Anrufer rein. Ja, aber wenn du sagst, dass jetzt so aktiv runtergedrückt wird oder so, ich habe es zu lange nicht mehr gehört, um das beurteilen zu können. Aber ich kann sagen von damals, dass das eben auch ein Wert war, dass es eben nicht ein technisches Publikum per se angesprochen hat, sondern für mich dann eher so ein kleiner Checker, wie dieses Thema verhandelt wird. Ja, aber ja, 50.000 Hits ist nicht unspannend, das muss ich aufschreiben. Haben wir sonst noch was lang übrig geblieben ist? Oder? Haben wir sonst noch was? Ich weiß nicht, ob wir es nicht schon hatten, ist die Geschichte mit dem Buch Sophies Welt. Bin ich mir eigentlich nicht, dass du das schon erzählt schon hast. Schon mehrmals. Ich hab's ein paar Mal so im Anlauf genommen, aber habe dann festgestellt, dass ich immer über andere Dinge gesprochen habe. Ich bin immer so kurz vor Sophies Welt irgendwie dann abgebogen. Also das einmal nämlich bei dem Dantes Tod, glaube ich, und das andere Mal über diese Wien-Buchaktion, weil Sophies Welt ja Buch des Jahres 2015 war und angeboten wurde, gratis zum Damm. Ja, da gibt es eine Wien-Aktion. Einmal im Jahr gibt es ein Buch, das kann man sich dann gratis abholen, so richtig in Papier. Also im Mitpreis inkludiert. Das ist so schön, ich brauche das große Augen machen, da werden wir mal die Frage. Ja, super.
Okay. Und dann kann man sie auch in Büchereien oder Buchhandlungen hineinmarschieren, okay, und dann kriegt man das. Das ist selbst ein Schwert. Wenn du an einem Tisch hast, der wackelt. Gell, und dann. Ja, ja. Ist lesen Schummerbücher nicht. Ja, Durstein-Gardner, ja, genau. Und großer. Also, ich habe das Buch jetzt unabhängig von dieser Aktion gelesen. Und Sophies Welt war damals, wie ich, weiß ich nicht, aufgewachsen bin in der Schule, eine Zeit lang total im Gespräch und total modern. Und es handelt über ein kleines Mädchen, die Sophie Amundsen, die in einem kleinen norwegischen Dorf wohnt. Und die bekommt auf einmal anonyme Post. Und darin stellt sich ein Philosophielehrer vor und präsentiert der Sophie Amundsen in mehreren geschriebenen Kapiteln so einen Abriss über Philosophiegeschichte, startend mit den Griechen und den Naturphilosophen, dann, wie schon gesagt, Französische Revolution oder auch was sich bis dahin getan hat, einfach so einen schönen Abriss. Und das ist so die innerste Kernhandlung. Ja? Dann gibt es eben die Sophie Amundsen, und die eben ihr Leben in diesem Dorf wohnt und dann auch versucht, diesen Philosophielehrer zu treffen. Ja? Und einerseits mochte ich dieses Buch sehr, ich habe es ein bisschen zu spät gelesen, weil ich habe inzwischen so die Grundgeschichte von Philosophie von Schule und halt selbst angelernt und angelesen. Es gibt auch den wunderbaren Vorgedacht-Podcast, wo wir sehr schön Philosophiegeschichte auch aufarbeitet. Das kennt man schon und ist vielleicht nicht so spannend, aber ich habe es dann ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber ich habe auch sehr großen Genuss gehabt, wenn das Buch dann abseits von der oder über der Sophie Amundsen noch diverse andere Ebenen öffnet. Und ich fand das jetzt nicht, es ist jetzt nicht super ausgeklügelt und getwistet und darf sich da nichts super Großes erwarten, aber ich fand das alles in allem ein sehr schönes, rundes Paket, das einem vielleicht so ein bisschen den Blick auf die Philosophie öffnet. Ja? Ja. Und es ist ja eigentlich ein Kinderbuch. Ja. Und nicht fachgeschrieben, also nein, man liest gerne. Nein, also ich habe es sehr genossen. Ich habe zwar sehr lange gebraucht, vor allem auch um das E-Book zu bekommen, das war gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, also wenn man da vielleicht mal einen Überblick und auch in die Thematik reinfassen möchte und auch von der Rahmenhandlung, die dann in die innere Handlung eingreift, das mitbekommen möchte, dann ja, oder das genießen kann, so also ein bisschen Fachwerk. Ich mag das gern. Also ich mochte das Buch und kann es eigentlich nur empfehlen. Okay. Ich muss immer kreuzweise bei dem Buch dann an den kleinen Prinz noch denken, noch umgekehrt. Es ist so die Handvoll schöne Bücher, die es gibt über Kinderbücher, die man auch als Erwachsene mitlesen kann. Das stimmt, ja, der kleine Prinz. Ja, wobei der, ja genau, da ist schon mehr Fleisch dran als noch am kleinen Prinz, aber der kleine Prinz präsentiert ja eine Philosophie, aber in Form in dieser Kindergeschichte. Da ist es schon ein bisschen anders, aber ja, du hast natürlich recht, das hat so von Saint-Exupéry diesen Querschlag, den kann man schon gehen, ja. Okay, ich bin kein Freund vom kleinen Prinz, der ist zu schmalzig, ne? Aber ja, die Sophies Welt ist. Ja, die Sophies Welt, also von Schmalzigkeit, nein, musst du nicht befürchten. Nein, okay, also wenn der kleine Prinz zu schmalzig und zu herzig ist, da ist es zwar schon eine geordnete Welt, in der sie wohnt, mit Dorf und Schön und Ding, aber auch nicht auch nicht zu verkitscht. Also zum Beispiel, sie wohnt bei ihrer Mutter, die Mutter ist aber getrennt von ihrem Vater, der Vater, die vertragen sich nicht so. Und es bleibt jetzt, es wird jetzt nicht dunkel oder düster, das Buch, nur an zwei Stellen vielleicht, aber es ist auch nicht also es ist nicht kitschig, es ist nicht unmöglich kitschig. Ach so, weil im kleinen Prinz fühle ich mich immer so ein bisschen belehrt, so wenn du dich so und so verhältst, dann wird alles sowieso gut und das kann ich jetzt nicht so richtig damit anfangen. Genau, also gerade auch so die Moral und so diese Geschichten, die werden, wenn dann, auf einem philosophischen und geschichtlichen erklärt fahren. Also da stellt er auch verschiedene Philosophieschulen gegenüber und kann das sagen. Wie gesagt, es bringt vielleicht ja nicht die große neue Erkenntnis über Philosophie, aber so um die Thematik sich wieder mal so ein bisschen einzuordnen und das Ganze eigentlich in einer ganz solide gemachten, schönen Rahmengeschichte ist durchaus zu empfehlen. Also ich mache das. Ja. So. Zwei Stunden Grenze erreicht. Zack. Schlusswort. Schluss. Okay. Tschüss, bis nächste Woche. Lustig war. Ja, wir sehen uns.